Guten Abend, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, lieber Hermann Gröhe, sehr geehrter Herr Minister, lieber Christian Schmidt, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie die erste Hürde genommen haben, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen, nämlich Wartezeit an der Eingangs sozusagen Pforte. Sie hatten da Gelegenheit, schon in das eine oder andere längere Gespräch einzumünden. Das war nicht so bedacht oder auch nicht so geplant, hatte aber zu tun mit einer anderen Veranstaltung, die zeitgleich hier stattfindet. Herzlichen Dank noch einmal für Ihr Verständnis und auch Ihre Geduld. Diese ist für uns auch Kennzeichen dafür, dass Sie das Thema des heutigen Abends außerordentlich ernst nehmen. Diabetes auf dem Vormarsch, Herausforderungen für Politik und Gesellschaft. Die Betonung liegt auf dem Und. Einer Gesellschaft, die manchmal gar nicht so weiß, um was es eigentlich geht, wenn über Diabetes gesprochen wird. Da hört man, Diabetes ist nicht so schlimm, der Zucker ist schuld, Diabetiker dürfen keinen Sport treiben. Das sind nur einige der Mythen, die sich um diese Krankheit ranken. Und dabei ist gerade bei dieser Krankheit konkretes Wissen so enorm wichtig, denn es kann am Ende gerade beim Typ 2 die Entstehung von Diabetes verhindern und natürlich auch das Leben der Patienten erleichtern. Vieler Patienten. Diabetes geht uns alle an, denn wir sprechen über eine Volkskrankheit. Sie kennen natürlich die Zahlen, aber ich finde sie immer wieder beeindruckend. 6,7 Millionen Diabetiker, auf jeden Fall abgezählt sozusagen allein in Deutschland. Es gibt wahrscheinlich eine höhere Dunkelziffer. 52 Millionen in Europa, 400 Millionen Erkrankte weltweit. Tendenz steigend, auch gerade bei den Jüngeren. Die Situation ist erschreckend und damit auch alarmierend. Alarmierend für die Betroffenen, denn ihr Leidensdruck ist hoch. Diabetes kann das Leben einschneidend verändern. Und wir wissen, dass die Typ-2-Diabetes sich häufig anschleicht und erst diagnostiziert wird, wenn schon unumkehrbare Schäden sich realisiert haben. Sie ist aber auch alarmierend für die Versichertengemeinschaft. Die medizinische Behandlung von Diabetikern in Deutschland kostet 21 Milliarden Euro pro Jahr. Das entspricht ca. 11% der Ausgaben der Krankenversicherung. Diabetes geht uns alle an. Was können, was sollen wir tun? Haben wir Pauschalantworten? Das ist die Frage angesichts schon der vielen Ursachen für Diabetes, von der genetischen Veranlagung bis hin zu Lebensstilfaktoren wie Ernährung und mangelnde Bewegung. Genetische Veranlagung können wir nicht beeinflussen oder vielleicht doch. Lebensstilfaktoren auf jeden Fall. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung sind ganz wesentliche Bausteine, auch für eine gute Vorsorge und natürlich eine erfolgreiche Diabetesbehandlung. Studien zeigen, dass mit einer Umstellung des Lebensstils die Wahrscheinlichkeit, an einem Diabetes-2-Typ zu erkranken, um bis zu 58% reduziert werden können. Aber was ist am Ende die richtige Umstellung für den einzelnen Betroffenen? Braucht es generelle Ratschläge oder am Ende doch individueller, maßgeschneiderter Lösungen? Welche Aufgaben kommen auch auf uns als Gesetzgeber zu, auf die Bundesregierung, die heute außerordentlich prominent vertreten ist? Und das freut mich und das freut den Kollegen Dr. Nüßlein außerordentlich, denn es zeigt, dass dieses Thema auch eben im Bundesministerium für Gesundheit und im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ein Spitzenthema ist. Und deshalb herzlichen Dank an die beiden Minister. Für uns als CDU-CSU-Bundestagsfraktion sind dies ausreichend Gründe, mit Ihnen über Diabetes zu sprechen. Die Herausforderung für die Politik und an die Gesellschaft. Und deshalb begrüße ich Sie ganz herzlich
auch und gerade im Namen meines Kollegen Dr. Nüßlein. Meine Damen und Herren, die internationalen Diabetesorganisationen und die WHO haben früh erkannt, welche Bedeutung die Entwicklung bei Diabetes weltweit haben wird und inzwischen auch hat. Deshalb gibt es seit 1991 den Weltdiabetestag, Sie wissen es, jedes Jahr um den 14. November herum, den Geburtstag von Sir Frederick Banting, der 1922 gemeinsam mit Charles Best das lebenswichtige Insulin entdeckte. Seit 2007 ist übrigens der Weltdiabetestag auch offizieller Tag der Vereinten Nationen. Diabetes ist nach HIV/AIDS erst die zweite Erkrankung, die ein offizieller Tag gewidmet wurde. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, eine traurige Ehre, denn es zeigt, welche Bedeutung die internationale Staatengemeinschaft auch dieser Erkrankung beimisst. In diesem Jahr steht übrigens der Weltdiabetestag unter dem Motto Diabetes gemeinsam managen. Gemeinsam, das ist hier entscheidend. Und deswegen sehen Sie auch unterschiedliche Politikfelder, nämlich die Gesundheitspolitiker auf der einen Seite, aber auch die Ernährungs- und Agrarpolitiker auf der anderen Seite an einem Tisch. Und zwar auch, um zu erfahren, wie kann man die jetzige Entwicklung bremsen, den Trend umkehren. Und wir sind davon überzeugt, wir brauchen einen umfassenden, einen sektorübergreifenden Ansatz, in den alle Bereiche des Lebens eingebunden werden müssen. Die Gesundheit, die Ernährung, die Bildung, der Sport, übrigens aber auch Verkehr, Umwelt und alle damit verbundenen Akteure. Wir wollen mit Ihnen über Fragen und Antworten diskutieren. Was ist zu tun? Vorbeugen ist besser als heilen. Dieses alte Sprichwort gilt natürlich in besonderer Weise auch für den Diabetes. Prävention, eine früh angesetzte integrierte Versorgung, sie spielen eine Schlüsselrolle im Kampf gegen Diabetes. Und da ist in den letzten Jahren sehr viel auch auf den Weg gebracht worden. Sei es die Einführung von Inform oder die Einführung von Gesundheitschecks, die Verbesserung der integrierten Versorgung mit strukturierten Behandlungsprogrammen oder aber auch die kontinuierliche Förderung der Diabetesforschung. Gerade jetzt sprechen wir über die entsprechenden Haushaltsansätze. Zu nennen ist das Präventionsgesetz diese Maßnahmen tragen die Handschrift der beiden schon erwähnten Minister. Prävention und Verordnung lassen sich aber leider nicht verordnen. Und Vorsorge lassen sich nicht verordnen. Das stellt uns immer wieder vor Herausforderungen und eben Fragen, die wir auch an Sie richten. Wie gelingt uns zum Beispiel eine verständliche Aufklärung und Information von Bürgerinnen und Bürgern, damit es nicht zu solchen Mythen kommt? Wie können wir Menschen motivieren, sich gesund zu ernähren und Vorsorgeprogramme überhaupt wahrzunehmen? Was ist überhaupt gesund? Wie muss die Versorgung strukturiert sein, um den besonderen Bedürfnissen von Diabetikern auch gerecht zu werden? Was müssen wir als Politik für Rahmenbedingungen gestalten, damit gesundheitsorientiertes Handeln möglich und attraktiv wird? Welche Verantwortung haben andere Akteure, wie zum Beispiel die Krankenkassen, die Lebensmittelindustrie, der Lebensmittelhandel? Was müssen wir tun, was können wir tun, um Kinder und Jugendliche noch stärker zu schützen und am Ende auch stark zu machen? Fragen, Fragen und wahrscheinlich viele Antworten. Dafür spricht auch das Podium, das wir für Sie zusammenstellen konnten. Herr Kollege Mohnstadt wird Ihnen die einzelnen Akteurinnen und Akteure vorstellen, die aus den unterschiedlichen Feldern auch stammen. Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein Wort zum Kollegen Mohnstadt. Er ist bekennender Diabetiker. Er verheimlicht diese Krankheit nicht und damit ist er übrigens auch ein positives Beispiel, welche beispielhafte Rolle auch Politiker an dieser Stelle einnehmen können, aber auch einnehmen müssen. Deswegen wird er moderieren, wird Ihre Antworten hören
Und wir sind uns natürlich gewiss, es gibt in einigen Punkten durchaus unterschiedliche Meinungen. Das ist vollkommen legitim. Aber uns ist es bei allen Unterschieden wichtig, diese Diskussion offen zu führen und vorurteilsfrei. Denn am Ende haben wir das gleiche Ziel. Wir wollen den Trend bei Diabetes stoppen und umkehren. Und das gelingt am Ende nur mit gemeinsamen Lösungen. Mein Kollege Dr. Nüsslein und ich freuen uns deshalb, dass wir das Thema Diabetes mit Ihnen, mit prominenten Vertretern aus Verbänden der Wirtschaft, der Wissenschaft und unseren beiden Ministern aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und diskutieren können. Und begrüßen Sie jetzt bitte mit mir als ersten Redner den Bundesminister für Gesundheit, Hermann Gröhe. Lieber Herr Minister, Sie haben das Wort. Liebe Gitta Kornemann, lieber Georg Nüsslein, Kollege Christian Schmidt, meine Damen, meine Herren hier auf dem Podium und im Saal unserer Fraktion. Ich bin erstens selbstverständlich gerne der Einladung gefolgt. Zweitens will ich doch bei dieser Gelegenheit erwähnen, weil das ja sozusagen keine Premiere in dieser Konstellation ist, dass wir eingeladen von den beiden zuständigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden vor einiger Zeit in diesem Raum uns mit dem Thema Antibiotikaresistenzen beschäftigt haben. Und auch da es ein wichtiger Punkt war, Ernährung, Landwirtschaft, Gesundheit zusammenzuführen, zusammen die Fragen zu diskutieren. Und ich hatte vor wenigen Wochen ein G7-Gesundheitsministertreffen hier in Berlin und ich hatte Christian Schmidt gebeten, bei dieser Gelegenheit die deutsche Antibiotikaresistenzstrategie vorzustellen. Und ich kann Ihnen sagen, allein der Umstand, dass wir das sozusagen in dieser Gemeinsamkeit machen, hat die anderen Gesundheitsminister schon alarmiert und gesagt, warum läuft das bei uns nicht zu Hause? Warum schaffen wir das nicht? Lieber Christian, ich glaube, das ist wirklich so als Signal auch verstanden worden in einem Politik oder bei einer Herausforderung, bei der es gelegentlich die Neigung gibt, dass jeder überlegt, was die anderen besser machen sollten, weil das leichter ist, als zu überlegen, was im eigenen Bereich. Das ist ja gelegentlich so, wenn dann erkennbar mehrere Bereiche an einem Strang ziehen, und zwar indem sie One Health überlegen, wie sie gemeinsam einem Ziel dienen. Und das ist hier in einer gemeinsamen Veranstaltung auf eure Einladung hin zum Ausdruck gekommen. Und wie gesagt, dann auch in der Tatsache, dass der Ernährungs- und Landwirtschaftsminister bei den G7-Gesundheitsministern die deutsche Strategie zu diesem Thema vorstellt, sehr schön nochmal unterstrichen worden. Heute also das Thema Diabetes, das die Fraktion beschäftigt, die Arbeitsgruppe Gesundheit, auch dank des besonderen Engagements von Dietrich Mohnstadt, das ist schon erwähnt worden. Wenn wir über lebensstilbedingte Erkrankungen oder zu großen Teilen lebensstilbedingte Erkrankungen reden, dann geschieht mitunter das in der vielleicht irrigen Annahme, das seien sozusagen Zivilisationskrankheiten neuerer Entwicklung. Das käme so mit unserer heutigen Lebensweise so mit sich. Und das mag durchaus auch für Ausbreitung und Umfang der Situation bei Diabetes zutreffen. Wahr ist aber, dass sie schon in der Antike auftaucht. Dass es schon in ägyptischen Schriftrollen aus der Zeit von 1500 vor Christus und auch später dann in arabischen, griechischen Quellen die Beschreibung von Symptomen dieser Stoffwechselkrankheit gibt. Nicht mit dem Namen, nicht mit dem wirklich detaillierten Krankheitsbild, aber doch mit klaren Hinweisen auf Symptome, die zeigen, schon damals war diese Stoffwechselkrankheit als Herausforderung vorhanden. Heute eben in einer Dimension, dass Schätzungen von 380 Millionen Menschen rund um den Globus zeigen, das ist sicherlich weiter eine besondere Herausforderung uns heute bewusst und besonders drängend. Und diese Erkrankung, die aufgrund eines hohen Blutzuckerspiegels zu schweren Folgeschäden führen kann. Sie reichen vom plötzlichen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, aber auch Folgen wie notwendigen Amputationen, Erblindungen oder Nierenversagen. Also sehr ernste Folgen einer solchen Volkskrankheit dieses Ausmaßes. Und die Zahlen sind ja in der Begrüßung, in den einführenden Worten noch einmal zum Ausdruck gekommen. Die 6,7 Millionen Geschätzten. Es ist in der Tat so, dass das Robert-Koch-Institut auch einbezieht Menschen, bei denen die Studien davon ausgehen, sie sind zum Teil davon betroffen, ohne es schon zu wissen.
aber dass dies ebenfalls genannt zu hohen Kosten, aber zuallererst einmal, ich habe die Folgeerkrankungen, die möglichen genannt, zu massiven Gesundheitsgefährdungen, zu Einschränkungen an Lebensqualität führen kann. All das führt dazu, dass es richtig ist, dass wir diesem Thema heute eine besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Wenn wir über Diabetes sprechen, dann reden wir häufig umgangssprachlich, wenn wir vom Typ 2 reden, über Altersdiabetes, weil sie in der Regel eher ab mittlerem und höherem Lebensalter auftritt. Und dies ist ja eine Form, die 95% der Diabetes ungefähr umfasst. Es gibt aber eben auch die Krankheit, kann auch, die bei Kindern und Jugendlichen bereits auftritt und dann sehr viel häufiger in Form des Typ 1, der ungefähr 5% der Diabeteserkrankung ausmacht. An den Entdecker, die Entdecker von Insulin wurde schon erinnert. Beim Typ 1 Diabetes gehört die Insulingabe inzwischen zum Alltag, was dann für die Familien in besonderer Weise unterstreicht, dass schon kleine Unaufmerksamkeiten oder Nachlässigkeiten erhebliche Risiken für die Betroffenen nach sich ziehen kann. International wie auch in Deutschland wird sehr stark geforscht mit dem Ziel, mehr zu wissen über die Entstehung des Typ 1, um auch hier zu besserer Verhinderungsstrategie zu kommen. Beim Typ 2 dagegen wissen wir, dass diese Erkrankung sehr stark mit unserer eigenen Lebensführung zu tun hat. Ja, es gibt auch angenommene genetische, nicht beeinflussbare Faktoren, aber man ist versucht zu sagen, Bewegungsmangel und Übergewicht gelten als besonders gewichtige Risikofaktoren. Und deswegen muss es das Anliegen sein, wie insgesamt ja bei lebensstilbedingten Erkrankungen, die Menschen selbst durch frühes Erkennen der Bedeutung des eigenen Lebensstils für das Risiko einer Erkrankung gleichsam ins Boot zu holen und Bewusstsein dafür zu erwecken, wie der eigene Lebensstil gestaltet werden kann, um solche Risiken auszuschließen, dann doch deutlich zu verringern. Es also erst gar nicht zu einer Erkrankung nach Möglichkeit kommen zu lassen, durch Vorbeugung, durch gesunde Lebensweise, das fängt idealerweise schon im Kindesalter, im Kleinkindesalter an, wenn wir über Ernährung, gesunde, ausgewogene Mahlzeiten, aber auch ein notwendiges Maß an Bewegung. Früher hätte man ganz leicht gesagt, das ist eigentlich ein natürlicher Bewegungsdrang, dem man nur Raum geben muss. Heute gibt es manchmal den ersten Zweifel, ob das so ein natürlicher Drang ist, wenn es so schnell gelingt, Kindern das vielleicht auch abzugewöhnen. Aber dass wir da Räume für öffnen wollen, die es attraktiv machen, sich zu bewegen, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Und deswegen gehört die Frage, wie wir diesen Lebensstilen eine größere Aufmerksamkeit zuwenden in der Bekämpfung der Diabetes, ja auch zu den nationalen Gesundheitszielen, die deswegen so wichtig sind, weil das Präventionsgesetz, auf das ich jetzt gleich noch eingehen will, ja gerade auf die Gesundheitsziele, die nationalen Gesundheitsziele Bezug nimmt und damit hier sozusagen die Vorgabe macht, nach der Präventionsarbeit sich auszurichten hat. Das Gesetz ist am 25. Juli in Kraft getreten, hat, wie Sie alle wissen, eine sehr lange, sehr streitige Debatte abgelöst, nun durch etwas, was wir gemeinsam erarbeitet haben, ich glaube auch in Überwindung von so mancher Anspannung, Verspannung, frühere Debatten hier sozusagen Verhaltensprävention, dort Verhältnisprävention, was lange Zeit sich sozusagen sehr ideologisch verhärtet gegeneinander stand. Und ich denke, es ist ein kluger Gedanke, dass wir im Präventionsgesetz sagen, es muss letztlich immer um beides gehen, das Verhalten des Einzelnen zu gewinnen, selbst seinen Lebensstil zu gestalten, aber dies so zu machen, dass ich salopp gesagt nicht nur die erreiche, die, wenn ich sage, gesunder Lebensstil, sogar bereit sind, bis in den obersten Stock dieses Gebäudes mit einem langsam fahrenden Aufzug zu kommen und eine Veranstaltung zu besuchen. Oder ich könnte auch auf andere Zusammenhänge sagen, die den Volkshochschulkurs Ernähr dich gesund, beweg dich ausreichend besuchen, sondern das Prävention, das meint eben Lebenswelten, das meint Verhältnisse, alle und damit auch im Sinne eines Ausgleichs sonst von Benachteiligung, auch unterschiedlicher Bildungsgrad, unterschiedlicher Nähe zu diesen Fragen. Wenn ich Gesundheitsförderung in den Alltag
hineinbringe. Dort, wo Menschen lernen, leben, arbeiten. Und deswegen durchzieht ja das Präventionsgesetz die Überzeugung, dass wir von der Kita, es gibt kein zu früh, bis in die Altenpflege, es gibt kein zu spät. Wir Gesundheitsförderung zur Aufgabe der unterschiedlichen Gestalter machen. Und das Ziel ist es dann, dass wir die verschiedenen Anstrengungen über Rahmenvereinbarungen auf Landesebene, über die nationale Präventionsstrategie, sich die unterschiedlichen Sozialversicherungsträger, andere Beteiligten in der Landesebene, dann die kommunalen Ebenen verpflichten, ihre Fähigkeiten zu bündeln, um etwa in der Gestaltung des Kita- und Schulalltags zu sagen, wie schaffen wir gute bewegungsfördernde Bedingungen, wie bilden wir auch entsprechend Erzieherinnen und Erzieher aus, dass sie sich der Bedeutung der Nutzung dieser Möglichkeiten auch bewusst sind. Wir haben neben diesem Ansatz in den verschiedenen Lebenswelten gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen, die Rolle in den Früherkennungsuntersuchungen, übrigens auch im Check-up für Erwachsene, deutlich verstärkt, indem wir sagen, dort auch im Vertrauen darauf, dass die Lebensstilempfehlung gerade von Ärztin und Arzt ausgesprochen aufgrund des besonderen Vertrauensverhältnisses zu den Menschen, zu ihren Patientinnen und Patienten dann auch eine höhere Chance haben, auch ernst genommen zu werden, was die eigene Lebenssituation angeht, dass wir die Präventionsorientierung in diesen Kinder- und Jugenduntersuchungen deutlich stärken, aber auch im Erwachsenen-Check-up vorsehen wollen, dass es wirklich präventionsorientierte Empfehlungen sind, Risikovermeidung, Belastungsreduzierung in die Empfehlung einzunehmen. Dazu werden die Krankenkassen ihre Mittel ab dem 1. Januar des nächsten Jahres deutlich erhöhen müssen. Und da wir eine besondere Verpflichtung gegeben haben im Bereich der Lebenswelten, weil es dort zu einem gewissen Nachholbedarf kommen wird, werden wir dort in der Verpflichtung von jetzt oder im Einsatz von jetzt ungefähr gut 95 Millionen zu 280 Millionen, also zu einer Verdreifachung kommen. Und das zeigt, glaube ich, dass wir gerade dort verstärken wollen, die Förderung gesundheitsbewussten Verhaltens. Und wie gesagt, das Ziel ist, dass nicht nur diese Leistung der Krankenversicherung, sondern im Verbund mit Renten- und Unfallversicherung, der sozialen Pflegeversicherung, in der Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, mit den Jobcentern, die entsprechend Empfehlungen ausgeben sollen und dies in den Blick nehmen sollen bei der Beratung von Erwerbslosen, in der Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen dies zu befördern. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, es in die Arbeitswelt stärker zu bringen. Und zwar nicht allein, wenn ich das mal so sagen darf, da, wo man längst in den größeren Betrieben mit hohen Belegschaftszahlen erkannt hat, wie wichtig das ist, wie sich das in gewisser Weise auch rechnet, sondern dass wir auch über Beratungsstellen diesen Präventionsgedanken in die Arbeitswelt in kleinen und mittelständischen Betrieben einbringen wollen. Dazu gehört, dass viele mitmachen. Und deswegen sage ich auch sehr deutlich, wir brauchen für die Ausfüllung des Präventionsgesetzes, für die Strategien auf nationaler Ebene, aber auch für das, was dann Rahmenvereinbarungen sind auf Landesebene, die, die sich einbringen. Und dazu gehören auch die zahlreichen Diabetesgesellschaften, Stiftungen, Verbände und Vereine, die ebenfalls ja eine Möglichkeit haben, hier mit sich einzubringen in die Diskussion, wie können wir wirksamer die Ausbreitung durch Vorbeugung bekämpfen, wie können wir die Versorgung und Aufklärung verbessern, all dies brauchen wir. In der Begrüßung ist ebenfalls schon erwähnt worden, Inform, eine Initiative, die das Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium, das Gesundheitsministerium zusammengestaltet. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, lieber Christian, an eine gemeinsame Veranstaltung, wo es um die Schulverpflegung ging, regionale Beratungsstellen. Auch da die zunehmende Veränderung des Schulalltages, immer mehr Ganztagsbeschulung, immer mehr Schulverpflegung auch als Leistung, die in der Schule geleistet wird. Das sind Herausforderungen und gleichzeitig auch Chancen, weil ein erheblicher Teil der jungen Menschen eben dadurch auch in stärkerer Weise an Lebensorten, beispielsweise auch mit guter Ernährung erreicht werden kann. Wir wissen, dass künftig auch der erfreuliche Anstieg des Lebensalters dazu führen wird, dass chronische und Mehrfacherkrankungen uns weiter fordern werden. Und natürlich gilt es hier, das Gesundheitswesen darauf einzustellen. Und das meint eben dann auch Risiken wie
Diabetes. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Wenn ich an das Versorgungsstärkungsgesetz denke, dann ist das Ziel, sektorübergreifender Versorgung zu stärken. Stichwort auch Innovationsfonds, Stichwort weitere Zusammenarbeit über Sektorengrenzen hinweg, ein ganz großes Anliegen. Und ich freue mich, Deutscher Hausärzteverband ist ja heute hier auch vertreten, dass es intensiv hier, dass der Deutsche Hausärzteverband sich intensiv für die Entwicklung innovativer, sektorübergreifender Versorgungsverträge für Diabetes einsetzt. Dies ist so notwendig, wie wir weiter wissen, dass es immer, dass die medikamentöse Therapie dank weiterer Forschung sicher auch vor weiteren Entwicklungen steht, dass die Gesundheitspolitik bei aller Begeisterung für die Forschung sagt, dass spätestens mit dem Angnock deutlich geworden ist, für uns ist der Patientennutzen der Maßstab, um dann zu sagen, jawohl, dies bringt Fortschritt. Aber ich bin davon überzeugt, dass auch angesichts der hohen Bedeutung einer solchen Volkserkrankung auch hier weiter an neuen Medikamenten, die beispielsweise das Risiko von Folgeerkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall senken, eine große Rolle spielen wird. Wir haben ein strukturiertes Behandlungsprogramm, Disease Management Programm für Diabetes mellitus Typ 1 und 2, das eine umfassende, hochwertige, fachübergreifend aufeinander abgestimmte Behandlung ermöglicht. Aber wir haben auch und wir können auch bereits sehen, dass da, wo diese Behandlungen angewandt werden, es zu einer deutlichen Verbesserung im Hinblick auf bestimmte Befunde kommt, seien es die Blutzuckerwerte, die Blutdruckeinstellung und anderes mehr. Aber es sind sicher weitere Anstrengungen notwendig, um Menschen davon zu überzeugen, dass diese Chronikerprogramme ein gutes Angebot sind, sich einer qualitätsgesicherten Behandlung, einer leitliniengestützten Versorgung auch anzuvertrauen. Auf den internationalen Tag, auf die internationale Aufmerksamkeit, die Weltdiabetestag, die auch die Entscheidung der UN zu Recht auch für die Öffentlichkeit bedeutet, ist ebenfalls schon hingewiesen. Ich will mir erlauben, auch darauf hinzuweisen, dass es eine große Rolle spielt in unseren Forschungsanstrengungen. Die Forschung zu Diabetes mellitus wird in Deutschland eine wichtige Bedeutung beigemessen. So fördert beispielsweise das Bundesministerium für Gesundheit seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen das Deutsche Diabeteszentrum in Düsseldorf als eine Einrichtung der sogenannten Leibniz-Gesellschaft. Ich habe die Einrichtung im April dieses Jahres besucht und konnte mich dort im Hinblick auf die Forschung in den Bereichen Prävention, Früherkennung, aber auch Diagnostik und Therapie überzeugen. Ich muss sagen, das ist eindrucksvoll. Es gilt ja ein bisschen das Motto, nur wenn man einen Gegner wirklich kennt, kann man sich ihm erfolgreich entgegenstellen. Und wenn man dort sieht, wie intensiv hier in diesem Bereich geforscht wird mit den Ursachen, mit der Entwicklung, mit den Folgerisiken dieser Erkrankung, dann weiß man, dass dies eine ganz wichtige Arbeit ist in Düsseldorf. Und darüber hinaus spielt dieses Zentrum inzwischen auch eine wichtige Rolle im Forschungsverbund, dem Deutschen Zentrum für Diabetesforschung. Das hat die Bundesregierung seinerzeit 2009 im Rahmen des Rahmenprogramms Gesundheitsforschung begründet. Und das Ziel ist es eben, die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowohl als Grundlagen klinischer und translationaler Forschung zusammenzuführen, damit es wirklich zu einer Bündelung kommt, um innovative auch gemeinsam auf den gesamten, ja, von der Prävention bis zur Therapie an den gesamten Behandlungsverlauf entsprechend auszuwirken. Wir haben inzwischen zwei Diabetes-Informationsdienste, einmal den des genannten Zentrums in Düsseldorf, das andere ist das Helmholtz-Zentrum in München. Beide Dienste versorgen interessierte Bürgerinnen und Bürger in der Tat mit aktuellen, umfassenden und auch hochwertigen, qualitätsgesicherten Informationen. Wir tun also einiges, aber das Drängen, nicht zuletzt in der Gesundheitsarbeitsgruppe von Dietrich Mohnstadt und anderen, führt auch dazu, dass wir weiter voran wollen, mehr noch arbeiten, starten wollen. So werden wir beispielsweise das Gesundheitsmonitoring des Robert-Koch-Instituts in ein nationales Diabetes-Überwachungssystem, also Surveillance-System, ausbauen. Damit sollen weitere Datenquellen aus dem Gesundheitsmonitoring miteinander verbunden werden, also
beispielsweise Routinedaten aus der gesetzlichen Krankenversicherung, amtliche Statistiken, regionale Krankheitsregister, um entsprechend eine bessere Erfassung, wir sprachen ja vorhin auch von Dunkelziffern, zu erreichen. Und wir brauchen sicher auch hier wieder die unterschiedlichsten Akteure und Organisationen, die uns einen Beitrag dazu leisten können, dass ein solches System durch eine intelligente Nutzung und Zusammenführung auch von diabetesrelevanten Daten auch diesen gewünschten Effekt erreicht. Es ist, glaube ich, wichtig, auch dann in der Bewertung von Therapien sozusagen, ich darf es mal etwas salopp sagen, von gefühlter Qualität zu gemessener Qualität zu kommen. Und wenn wir ein solches Surveillance-System haben, dann wäre dies eine zuverlässige Grundlage und ein ganz wichtiger Fortschritt. Und ich freue mich, dass wir da einig sind, dass wir dies in dieser Weise betreiben werden. Wir werden, auch das ist im Haushalt jetzt vorgesehen, die eigenen Anstrengungen zur Aufklärung und Information der Bevölkerung, zur Ressortforschung weiter verstärken. Und schließlich werden wir auch im Rahmen der Arbeit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, mit der inzwischen verschiedene Diskussionen auch darüber geführt haben, wie wir in ihre Konzepte einer auch sehr zielgruppengerichteten, erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit dieses Thema einbauen können. Sie mögen daran sehen, dass nicht nur das, was bereits auf den Weg gebracht worden ist, uns zufriedenstellt, sondern im Gegenteil, dass wir sagen, wir brauchen noch mehr klare Anzeigen, was wirkt, was wirksam ist, wie wir bestmöglich verstehen Ausbreitungszusammenhänge, um danach auch Präventionsmaßnahmen, aber dann eben auch Diagnostik und Therapie auszurichten. Insofern ist es eine gute Gelegenheit, heute so viele Expertinnen und Experten in diesem Saal hier zu haben. Und ich bin sicher, dass daraus auch Impulse über die Fraktionen in unsere Politik ausgehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Kollege Hermann Gröhe, liebe Gitta Konnemann, lieber Georg Nüßlein, lieber Kollege Mundstadt, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Professor Kalwitz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, noch einmal zu unterstreichen, dass das, was wir im Antibiotika- oder im Resistenzbereich als One-Health-Ansatz bezeichnen, dass wir den Hermann Gröhe und ich auch in andere Bereiche der gesundheitlichen Fürsorge, Vorsorge, insbesondere pflegen. Und dass wir dieses tun, mag für Sie einer Selbstverständlichkeit gleichkommen, in einer wohlgeordneten Bundesregierung mit Ressortzuständigkeiten ist das nicht per se selbstverständlich, sondern es kommt, liebe Gitta, ganz kleinen Revolutionchen nahe. Wir tun dies aber, weil wir erkennen, dass wir in anderen Bereichen auch die Vernetzung, nämlich das Herangehen an Fragestellungen von verschiedenen Punkten aus, unabdingbar ist. Gestatten Sie mir, dass ich vor meinen kurzen Bemerkungen, die deswegen auch kurz sind, weil Hermann Gröhe gerade im Präventionsbereich auch einige unserer gemeinsamen Initiativen bereits vorgestellt hat und ich nicht doppeln will. Ich allerdings mich auch relativ zügig entschuldigen will. Es folgt ein Protokolltermin für mich mit ausländischen Gästen und deswegen muss ich etwas früher weg. Allerdings wird mein Abteilungsleiter 2, Herr Dr. Haider, ich sehe ihn jetzt nicht, hier hinten sitzt er, in meinem Ministerium derjenige, der sich um die Dinge in der Umsetzung und in der Konzeption kümmert, zur Verfügung stehen, um auch Diskussionsfragen, so sie entstehen sollten, in unseren Bereich hinein zu beantworten. Wir sind tatsächlich gut beraten, uns mit der Prävention auseinanderzusetzen und Blickwinkel gemeinsam auf Dinge zu richten. Lassen Sie mich, das muss ich loswerden, auch sagen im Hinblick auf den Hinweis auf Insulin. Wir hatten hier auch eine Diskussionsveranstaltung, Gitta, über die Frage von gentechnisch veränderten Organismen. Wir können dankbar sein, dass wir in der roten Gentechnik und Insulin ist eines ja nun der pharmazeutischen Produkte, die wir
ohne in der, im Umfang und in der Masse ohne gentechnisch veränderte Herstellung gar nicht mehr vorstellbar ist, die Diskussion nicht haben, die wir im Bereich der grünen Gentechnik haben. Manches, ich halte es damit, dass wir den Blick auf den Verbraucher natürlich richten müssen und dass er entscheiden kann. Aber der Bedarf ist in manchen Dingen im Bereich der Ernährung wählerisch. Im Bereich der Gesundheit ist er unabdingbar. Und das sei mir nur als in den Raum gesprochene Auffälligkeit von meiner Seite aus genannt. Ich glaube, es ist gut, dass wir diesen Bereich aus der Diskussion herausbekommen haben. Es ist über Übergewicht und Fehlernährung gesprochen worden, übrigens ein Thema, dessen sich auch die Welternährungsorganisation bei ihrem Ernährungsgipfel mit unserer Unterstützung sehr angenommen hat. Wir beginnen, soll ich sagen, erfreulicherweise, nein, aber wir beginnen festzustellen, dass das Schwergewicht der Herausforderung, das immer bei Hunger und Unterernährung lag, jetzt auch noch da ist. Es ist überhaupt nicht zu leugnen. Allerdings in der Relation erfreulicherweise sinkt doch mehr und mehr, soll ich sagen, abgelöst wird von Fehlernährungsfragen, die übrigens nicht nur in Wohlstandsgesellschaften, sondern insbesondere auch in den Gesellschaften, die nicht alles verfügbar haben an Nahrungsmitteln, um sich greift. Und wir wollen uns gemeinsam mit diesem Ziel 2 der nachhaltigen Entwicklungsziele, die die Vereinten Nationen im September diesen Jahres verabschiedet haben, auch um diese Punkte kümmern. Prävention bleibt in allen Bereichen ein ganz wichtiges und trotzdem kein einfaches Rezept. Wir brauchen wohl einen wohlüberlegten mehrdimensionalen Instrumentenmix, um Fehlernährung zu vermeiden. Dazu gibt es auch harte Instrumente wie die Regulierung, genauso wie weiche, die unser Essverhalten oder die Verhältnisse adressieren, in denen wir unsere Essensentscheidungen fällen. Und dass es unabdingbar ist, in diese Entscheidungen hineinzuwirken, argumentativ hineinzuwirken, mögen Sie allein an der Zahl der täglich im Schnitt von uns gefällten Essensentscheidungen oder Entscheidungen über Nahrungsmittel sehen. Wir rechnen statistisch, dass 200 Mal am Tag Entscheidungen über Nahrungsmittel gefällt werden. Und da muss es und kann es Möglichkeiten geben, mit guten Argumenten und mit Überzeugung auch besser zu werden. Es braucht Maßnahmen, die die breite Bevölkerung erreichen, ohne den Menschen als Individuum aus den Augen zu verlieren. Und letztlich geht es natürlich um die Vermeidung von Krankheiten. Ich in meiner Zuständigkeit für den gesundheitlichen Verbraucherschutz will aber nicht zuerst die Regulierung, die oft als ein Aliot gesehen wird und verwendet wird, um andere Dinge in einem ganzheitlichen Ansatz nicht zu nehmen, nicht in den Vordergrund stellen. Wir müssen einen Vielklang von Möglichkeiten nutzen. Dazu gehört natürlich die Information. Nun will ich mal davon ausgehen, dass diejenigen, die an Diabetes erkrankt sind, einen sehr hohen Informationsstand und auch einen sehr hohen Bewusstseinsstand haben. Ich muss mich um diejenigen vor allem kümmern, die präventiv in diese Situation nicht kommen sollen. Und da ist der Bewusstseinsstand niedrig. Und deswegen muss hier angefangen und angesetzt werden. Wir werden Ende 2016 mit den neuen Nährwertkennzeichnungen auf allen Lebensmitteln, denke ich, hier Verbesserungen schaffen. Dann stehen Informationen zum Brennwert, zum Gehalt an Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß und Salz auf der Packung. Und wir werden das auch unterfüttern mit Informationskampagnen. Kollege Gue und ich haben morgen unseren Haushalt in der Abstimmung im Deutschen Bundestag. Und ohne
dem Gesetzgeber vorgreifen zu wollen, muss man nur Dankeschön sagen. Ich habe für den Bereich Zucker, Fett, Information und der Prävention mehr Geld bekommen als bisher. Und ich freue mich sehr darüber, weil wir damit auch mehr tun können. Regulierung in der Prävention ist ein komplementärer Ansatz. Bei den Steuern bin ich sehr skeptisch. Steuern sind jedenfalls für den Finanzminister gut. Ob sie Lenkungswirkungen entfalten, ist mit Skepsis zu betrachten. Ich meine vor allem, dass das menschliche Verhalten, das oft dann zur Umgehung neigt oder zum einen oder anderen, nicht damit ausgeglichen werden kann, dass man nur regulativ und befehlend wirkt. Ich will darauf hinweisen, dass wir hier allerdings in einen Grenzbereich kommen. Sie haben vielleicht gehört von der neuen wissenschaftlichen Idee des Nudging, also des Anstoßens, Menschen zu Verhalten zu bringen. Nun gibt es eine wissenschaftliche Diskussion und politische Diskussion, ob in einer offenen, freien Gesellschaft der Staat, wir als Regierung dazu berufen sind, durch subtile Hinsteuerung auf Verhaltensweisen eigentlich zu manipulieren. Ich meine, dass man die Frage grundsätzlich stellen kann, aber sie auch faktisch stellen muss. Es gibt Dinge, die im Nudging schon notwendig sind. Ich habe mit der Süßwarenindustrie über die Frage der Quengelkassen und der Bewerbung von Kindersüßigkeiten und Produkten gesprochen und zu sprechen, denke wir, das ist keine Frage von Nudging, sondern das ist eine Frage der Vernunft, dass wir in diesen Punkten sehr viel auch auf die Auswirkungen schauen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich denke, wir hier auch vorankommen. Ich will auch bei den Fragen der Verbote bzw. der Gebote die Anregung nicht unmittelbar in den Katalog mit aufnehmen. Das ist ein Wechselspiel und es bedarf vor allem in der gesamten Kette der Produktion bis zum Verbraucher hin auch ein gemeinsames Verständnis. Dieses Wechselspiel ist bei gesetzlichen Regelungen und Selbstregulierungen durch den Deutschen Werberat beispielsweise beginnend erfolgreich zu sein. Wir werden Werbeverbote, da habe ich im Augenblick ein einziges, über das ich rede, das ist das Tabakwerbeverbot, das ich in Tabakgesetz, weil es eine eindeutigen Sucht generierende Funktion hat, auch nach einem jüngsten Schreiben, Frau Kollegin Konnemann, das die Weltgesundheitsorganisation an Sie gerichtet hat und da ist. Ich will aber bei den anderen Bereichen vor allem das positive Motivieren zu Bewusstsein, gesunden Lebensstil mit in den Vordergrund stellen. Inform ist genannt worden, Inform ist im Präventionsgesetz mit drin. Und was heißt Inform? Inform kann nur heißen, dass wir uns insbesondere bei denen um Information und etwas mehr kümmern, bei denen die Volkswirte würden sagen, die Hebelwirkung besonders groß ist. Die Hebelwirkung ist bei Kindern und Heranwachsenden besonders wichtig. Deswegen bedürfen sie eines besonders starken Schutzes und sie bedürfen auch einer Hinführung zu dem, was gesund in der Prävention auch im Essverhalten gemacht werden kann. Ich habe deswegen zwei Programme im Ernährungswissen bei der Prävention bereits vor der Geburt nun angesetzt. Wir haben zwei Projekte Gesund ins Leben, Netzwerk Junge Familie und 9 plus 12 gemeinsam gesund in Schwangerschaft und erstem Lebensjahr. Beide Projekte sind sehr effektiv, weil wir damit den Wunsch der Eltern auf Neubesinnung der Essgewohnheiten aufgreifen und unterstützen. In der Schwangerschaft, der Stillzeit und bei der Gewöhnung der Kleinkinder an das Familienessen, lassen Sie mich sagen, soweit es solch eines gibt, reflektieren die Eltern ihr eigenes Essverhalten. Sie zeigen eine hohe Bereitschaft,
unausgewogene Ernährungsmuster aufzugeben und einen gesunden Lebensstil anzunehmen. Wir begleiten diese Programme auch mit einer Evaluierung. Durch die beiden Projekte ist es nun erstmalig gelungen, einheitliche Ernährungsempfehlungen für Schwangerschaft und Kleinkindalter zu etablieren. Das sind wir Vorreiter in Europa. Auf diese Empfehlungen haben sich Hebammen, Frauen und Kinderärzte geeinigt. In Kita und Schule muss jedes Kind das Einmaleins einer gesunden Ernährung lernen. Ich setze dabei auf das kinderleichte, spielerische Erlernen von Ernährungswissen. Ich habe vor kurzem mich an die Kultusministerkonferenz adressiert, eine sehr gewichtige Organisation, die nicht leicht zu überzeugen ist, aber ich sehr mit Freude feststelle, dass die Thematik eines Schulfachs Ernährung, Ernährungsbildung, Ernährungsinformation an Anhängern gewinnt, auch im Bereich der Kultusminister. Ich bin bereit, von meiner Bundesseite her mit Lehrmaterialien, Unterrichtskonzepten und mit einer darüber hinausgehenden Koordinierung von Verhaltensprävention mitzuarbeiten. Hermann Kröger verfügt über mit der Gesundheitszentrale für gesundheitliche Aufklärung für eine mit einem wirklich gutes Instrumentarium. Sowas habe ich in meinem Bereich der Ernährungsbildung nicht, sollte ich vielleicht sagen, noch nicht. Ich denke, wir müssen in diesem Bereich auch mit Bundesimpulsen hineingehen. Und ich freue mich sehr, dass ich als erstes deswegen in diesem Jahr schon den Startschuss für ein nationales Qualitätszentrum für gesunde Ernährung in Schule und Kita geben kann, dass die Schulverpflegungsvernetzungsstellen ausdehnt und ausbaut mit Bundesmitteln, um eine Implementierung einer hochwertigen Verpflegung in Kitas und Schulen zu erreichen. Unter dem Motto Qualitätsoffensive Schulessen fahren wir derzeit eine nationale Kampagne für gutes Schulessen. Wir sind mit den bundesweiten Tagen der Schulverpflegung im September gestartet, werden Verbraucherinformationskampagnen zu gesunder Ernährung aktivieren. Wir machen den Ernährungsführerschein für Drittklässler und sehr viele andere Programme, die ich im Einzelnen nur nicht ausführen will. Wir starten damit die Bundesinitiative Ernährungswissen. Wir werden allen Kitas und Schulen dann Startersets bereitstellen. Und wir werden darin auch die Prävention im Hinblick auf gesundheitliche Gefährdungen, insbesondere auf Erkrankungen wie Diabetes, mit aufnehmen und werden die mit einbeziehen. Wir müssen darüber hinaus auch bei der Frage, wie werden Nahrungsmittel produziert, was ist drin in den Nahrungsmitteln, auch noch mehr darauf achten müssen, dass die Erkenntnisse, dass die sich auch umsetzen. Die Erkenntnisse werden umgesetzt nicht durch staatliche Reglementierung. Ich wäre überfordert, wenn ich für jedes Gericht und jede Zubereitung eine staatliche Vorgabe der Rezeptur machen würde. Dazu reformiere ich im Augenblick stattdessen die Lebensmittelbuchkommission, das Lebensmittelbuch, das international korrespondiert mit dem Codex Alimentarius und in dem wir Beschleunigung der Beteiligten, es sind ja auch die Verbraucher, es sind auch die Wissenschaft mit beteiligt, mit erreichen wollen und vor allem dann auch einen entsprechenden Hinweis in der Einzeldiskussion auf der Rezepturzusammensetzung geben und sehen werden. In dem Lebensmittelbuch sind die verbindlichen Rezepturen dann genannt, die natürlich variieren können, die aber die Ausrichtung sind für das, was zukünftig auf den Tisch kommt. Und da wird es so sein müssen, dass auch weniger Zucker und weniger Fette damit enthalten sind. Das ist das Ziel. Es ist nicht einfach zu erreichen. Je mehr man sich mit dieser Fragestellung aber jenseits der Frage, ob Nudging oder Regulierung beschäftigt, stellt man fest, auch nach unseren empirischen Untersuchungen, dass es nicht stimmt,
dass der Mitbürger, die Mitbürgerin nicht ansprechbar wäre für solche Themenfragen, sondern ich eher von einer größeren Öffnung ausgehe und erfreulicherweise auch von einer Bereitschaft in der Wertschöpfungskette, diese Themen anzusprechen und aufzunehmen. Ich werde in der nächsten Woche einen Lebensmittelgipfel abhalten. Ich habe einberufen, alle die, die von den Erzeugern bis zu den Verbrauchern in der Wertschöpfungskette, wie man sie nennt, beteiligt sind. Und wir werden dabei auch diese Fragen anstellen und zur Diskussion stellen und entwickeln. Wie können wir noch mehr den gesundheitlichen Aspekt des Verbraucherschutzes und der Prävention in diesem Punkt mit aufnehmen? Eigentlich, lieber Hermann Grühe, müsste bei der Prävention noch unser Kollege Thomas de Maizière mit dabei sein, der für den Sport mit zuständig ist. Denn Bewegung ist natürlich etwas, was wir im ganzheitlichen Ansatz auch mitvermitteln wollen und sollen. Sie spüren, dass ich einen gewissen Optimismus habe bei allen Schwierigkeiten der Herausforderungen, die wir gerade bei Diabetes auch sehen. Wir stehen ja kurz vor dem Weltdiabetestag im Dezember, dass wir aber dank auch der Initiative des Kollegen Mondstadt und unserer Bundestagsfraktion dieses Thema prioritär auf die Tagesordnung setzen und wir uns bemühen, das in unseren Zuständigkeitsbereichen dann vernetzt auch umzusetzen. Sehr herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Kornemann, sehr geehrter Herr Minister Gröhe, sehr geehrter Herr Minister Schmidt, Herr Nüßlein, sehr geehrter Herr Mondstadt, liebe Mitdiskutierende, sehr geehrte Damen und Herren, es ist das erste Mal, dass ich sozusagen beruflich im Bundestag bin und ich freue mich darüber sehr und möchte die nächsten 10 Minuten jetzt nutzen, um sozusagen die Sichtweise der Deutschen Diabetesgesellschaft auf Diabetesprävention zu lenken und auch auf eine nationale Diabetesstrategie, die wir wirklich brauchen. Und ich möchte bei der Diabetesprävention einmal anfangen mit dem etwas engeren medizinischen Blick und hier nochmal Sachverhalte kurz klären, dann kurz nochmal sozusagen den gesellschaftlichen Ball aufnehmen, der auch schon hier in den vorangegangenen Impulsvorträgen angegangen ist, und am Schluss über die Diabetesstrategie sprechen. Es ist jetzt etwa 12 Jahre her, dass man aus 2 sehr, sehr großen weltweiten Studien weiß, dass man für den Typ-2-Diabetes bei Menschen, die eine Vorstufe dieses Diabetes haben, die sich an ganz leicht erhöhten Blutzuckerwerten bemerkbar macht, durch eine Lebensstilintervention das Risiko in einem Zeitraum von 5 Jahren an einem Diabetes zu erkranken um etwa 58% senken kann. Das war eine große Studie in Finnland und das war eine sehr große Studie in Amerika. Die amerikanische Studie hat zudem auch noch die Wirksamkeit von Diabetesmedikamenten untersucht, die etwa halb so wirksam waren wie die Lebensstilintervention. Es war damals im Jahr 2003, als diese Studien veröffentlicht wurden, sehr, sehr viel Optimismus, sehr, sehr viel Euphorie. Und es ist dann auch sozusagen angestoßen worden, in kleineren, weiteren Untersuchungen wichtigen Fragen nachzugehen. Und da ist auch in Deutschland sehr, sehr viel passiert. Und das hat auch dazu geführt, dass wir in Deutschland, was Diabetesforschung angeht, mittlerweile zu den guten Spielern weltweit gehören. Das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung wurde gerade erwähnt, von der Helmholtz-Gesellschaft und vom Bundesministerium für Forschung gefördert. Und diese guten Einrichtungen haben Diabetespräventionsstudien auch gemacht. Und dieses Jahr auf dem Europäischen Diabeteskongress sind 4 der 6 renommierten Preise an deutsche Wissenschaftler gegangen, die eben auch in diesen Zentren tätig sind. Und der Claude-Bernard-Preis
der immer für sozusagen das Lebenswerk verliehen wird, ging an Professor Hering in Tübingen, der sich im Grunde genommen mit der Frage beschäftigt hat, wer profitiert denn von der Diabetesprävention am meisten? Profitieren alle gleich oder gibt es Unterschiede? Und in Studien, die in Tübingen durchgeführt worden sind und auch an anderen Stellen und die auch mittlerweile international mittlerweile belegt wurden, ließ sich zeigen, es gibt sozusagen als Risikofaktor für den Typ-2-Diabetes ja den, sagen wir mal, Sedentary Lifestyle, wie man amerikanisch sagt, oder den Lebensstil des Stubenhockers, des Sofasitzers, der sich wenig bewegt, wenig isst, viel isst, hochkalorisch isst. Und hier gibt es Unterschiede. Und es gibt eben den glücklichen Dicken, der keinen Diabetes so schnell bekommt. Und es gibt diejenigen, die trotz Intervention einen Diabetes rascher entwickeln als andere. Und auch hier gibt es Unterschiede. Manche sprechen etwas besser auf eine Ernährungsintervention an, wieder andere sprechen etwas besser auf eine Bewegungsintervention an. Und es gilt jetzt sozusagen festzustellen, welche Charakteristika sind das genau. Es sind sozusagen Stoffwechselveränderungen in einigen Organen hierfür gefunden worden. Es sind einige genetische Ursachen hierfür gefunden worden. Es ist ein weites Feld. Aber wir brauchen hier auch noch weitere Studien, um sozusagen in wenigen Jahren gezielte und maßgeschneiderte Präventionsmöglichkeiten anzubieten. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass eben sozusagen die DZD-Institute so erfolgreich sind und dass sie so gut arbeiten. Und ich hoffe, dass sozusagen hier das auch ein Motor sein wird, in der Diabetologie weiter guten Fortschritt zu machen und das auch weiter sozusagen in andere Berufsgruppen reinzutragen, zum Beispiel auch für die Beratung, die für die Prävention und die Behandlung für Diabetes sehr, sehr wichtig ist, durch Diabetesberaterinnen, Diabetesassistentinnen, Ernährungsberater und auch Präventionsmanager. Typ-2-Diabetes entwickelt sich durch Umweltfaktoren, das haben wir schon gehört, und auch durch Genetik. Und in den nächsten Jahren werden wir eben Studien auch durchführen, die sich nicht nur mit der weiteren Identifizierung von Genen beschäftigen wird, die einzelne Organfunktionen regeln und damit eben sozusagen den Stoffwechsel schneller oder weniger schnell sich verändern lassen, sondern wir werden auch untersuchen, wie schon sozusagen beim Ungeborenen, also bei Kindern von Müttern, die einen Schwangerschaftsdiabetes haben, der auch deutlich zunimmt, sozusagen in Utero oder schon vor der Geburt ein sogenanntes Priming oder durch das Milieu eine Beeinflussung erhalten, die Spätwirkungen hat, auch auf das Erwachsenenalter. Wir wissen sehr genau, dass die Kinder eben dieser Mütter, die einen Schwangerschaftsdiabetes hatten, selber ein erhöhtes Risiko haben, später einen Diabetes zu bekommen. Nur so viel zu dem, was an den Universitäten und an den deutschen Zentren für Diabetesforschung sozusagen die Kollegen bewegt. Und das ist eine Richtung in Richtung Prävention. Und ich denke, hier sind in wenigen Jahren bessere, maßgeschneiderte Präventionsmöglichkeiten machbar. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass sozusagen diese Aktivitäten weiter unterstützt werden. Auf der anderen Seite der gesellschaftliche Aspekt. Und hier haben wir leider sozusagen auch eine große Ungleichheit, so wie es eben in den Genen eine Ungleichheit gibt, gibt es aber auch eine soziale Ungleichheit.
und auch 25 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands haben wir ein geteiltes Deutschland, was den Diabetes angeht. Wir haben in den ehemaligen DDR-Gebieten zum Teil Typ-2-Diabetes Vorkommenshäufigkeiten, wo etwa 10-13% der Bevölkerung oder auch mehr betroffen sind. Und wir haben in den westlichen Bundesländern, zum Beispiel bei uns in Tübingen, eine viel niedrigere Diabeteshäufigkeit, die bei etwa 5% liegt. Das ist ein eklatanter Unterschied, der sicher nicht auf die Genetik zurückzuführen ist. Auch 40 Jahre Trennung ändern nichts an den Genen, das braucht Zehntausende von Jahren, sondern das sind Umweltbedingungen. Und das sind auch soziale Bedingungen, die auch damit zusammenhängen, wer hat sozusagen Gesundheitsvermögen, wer kann sich um seine Gesundheit kümmern, wer hat dazu sozusagen den bildungstheoretischen Hintergrund. Insofern habe ich sehr gerne von Herrn Schmidt gehört, dass sozusagen auch Ernährungsunterricht ein wichtiges Thema ist. Aber ich denke, hier müssen wir investieren. Und ich bin ganz sicher, und das ist sozusagen auch die Position der Deutschen Diabetesgesellschaft, dass hier reine Verhaltensprävention nicht ausreicht und sozusagen auch wahrscheinlich nur die Menschen erreicht, die ohnehin interessiert sind, offen sind und für Verhaltensänderungen auch sozusagen von sich aus was tun. Ohne Bevormundung brauchen wir eine Änderung der Lebensverhältnisse, eine Verhältnisprävention. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das hinkriegen, weil wir genau mit solchen Maßnahmen eben gerade die erreichen können, die eben wenig Gesundheitskompetenz haben und die wir mit anderen Kampagnen schwer erreichen können. Und aus dem Grund, denke ich, ist es doch ganz wichtig, 4 Forderungen aufzustellen für die Diabetesprävention. Und Verhalten fängt ja in jungen Jahren an, in der Kindheit werden wir geprägt. Und deswegen ist es, denke ich, auch ganz wichtig, mit diesen Forderungen eben in den Kindertagesstätten und in den Schulen anzufangen. Und eine ganz wichtige Forderung wäre, jeden Tag in der Schule oder der Kita eine Stunde Bewegung. Das muss jetzt nicht Geräteturnen sein, das muss jetzt nicht was ganz Tolles sein, es reicht Bewegung. Aber die muss stattfinden und das ist ganz wichtig. Und hierzu nur eine persönliche Anmerkung. Ich war, als ich 15, 16 Jahre alt war, ein Jahr Austauschschüler in den Vereinigten Staaten und dort war das in der Highschool auf dem Programm. Ja, 5 Stunden Unterricht und dann Mittagessen und eine Stunde Sport und Bewegung. Das war toll, man hatte den Kopf wieder frei und konnte dann irgendwie Hausaufgaben machen und jeder war irgendwie glücklich. Das wäre wichtig, das wäre auch, denke ich, umsetzbar und nicht so teuer. Das Zweite, auch in den Kitas, in der Schule, gute Qualitätsstandards für das Essen, das die Kinder dort bekommen. Auch sehr, sehr wichtig und hier ist lokal einiges sicher sehr gut, an anderen Stellen sicher weniger. Und ich denke, das muss man sozusagen anfangend in den Kommunen und in den Kreisen versuchen, in den Griff zu bekommen und zu regeln und dann von Länderebene aufwärts gehen. Die dritte Forderung wäre auch für Kinder, dass man Lebensmittelwerbung, die an Kinder gerichtet ist, stoppt und verbietet, ähnlich wie die Tabakwerbung. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal vor dem Fernsehen gesehen haben und Kindersendungen gesehen haben und was da sozusagen zwischenrein gestreut wird. Und ich denke, dass hier eben ein Selbstverzicht der Industrie für Nahrungsmittel eben auch nicht ausreicht. Eine vierte Forderung, das wäre dann doch auch die viel diskutierte
Zucker- und Fettsteuer. Ganz einfach aus dem Grund, dass eben Lebensmittel, die eine hohe Energiedichte haben, die eher diabetogen wirken, mehr kosten als naturbelassene, einfache Lebensmittel. Und ich denke, das würde auch gut helfen. Man kann gucken, ob man das in Form einer Umschichtung macht, sodass es eben nicht zu einer sozialen Belastung wird, aber dass sozusagen die gesunde Variante für die meisten Menschen ohne Bevormundung einfach die einfachere und bessere Variante wäre. Das wären für die Prävention sozusagen die gesellschaftlichen Forderungen, die die DDG hier hat. Und es ist ganz interessant, hier auch nochmal über den Tellerrand zu gucken. Bei den nicht übertragbaren Erkrankungen, Krebs, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist es so, dass viele dieser Lebensstilinterventionen und eben dieser Regeln, die wir aufstellen, auch gut auf diese Erkrankungen übertragbar wären und man hier mit sozusagen salopp gesagt mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Das wäre ganz wichtig und ich bin damit im Prinzip auch jetzt durch die zeitlichen Vorgaben auch am Ende und danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Herr Minister, meine Damen, meine Herren, die Frau Konnemann hat den Weltdiabetestag angesprochen. Ich möchte dazu einen Aspekt ergänzen, den ich persönlich für bemerkenswert halte, nämlich dass es erstmals eine nicht infektiöse Erkrankung ist, die als ernsthafte Bedrohung für die Weltgesundheit angesehen wird. Das ist etwas Besonderes, das sollte man herausheben. Und meine Damen und Herren, nachdem es zuerst, wie wir gehört haben, ein Ernährungs- und dann ein Gesundheitsthema ist, war es auch richtig, das in dieser Arbeitsteilung hier so zu machen, wie wir es hier tun. Ich bedanke mich ausdrücklich bei der Kollegin Konnemann, dass wir diese Dinge in großer Eintracht machen, aber auch insbesondere beim Kollegen Mohnstadt, der in der Tat den Anstoß dazu geliefert hat. Und ein Beleg dafür ist, meine Damen und Herren, dass persönliche Betroffenheit nicht immer problematisch ist in der Politik. Also es ist ja durchaus auch mal so, dass es sinnvoll ist, dass die Menschen, die persönlich betroffen sind, sich auch inhaltlich mit den Themen politisch auseinandersetzen. Nun muss ich Ihnen nicht all das aufzählen, was an Schwierigkeiten gesundheitlicher Art mit Diabetes verbunden sind. Alle 10 Sekunden stirbt ein Mensch, 7.000 Erblindete pro Jahr, mehr als 2.500 Amputationen. Wenn ich Ihnen das alles, diesen Katalog fortsetze, dann geht es mal wie dem Pfarrer in der Kirche, der immer zu den Falschen predigt, nämlich in dem Fall zu Fachleuten. Im Übrigen sind die Abgeordneten auch wenig zur Predigt berufen an der Stelle, weil wir kaum Vorbild sind. Das muss ich offen zugeben. Das ist mir aufgefallen bei all dem, was vorhin Sie, sehr geehrter Professor Gawitz, beschrieben haben, was man tun sollte. Also wir machen das krasse Gegenteil, sehen jedenfalls die Tagungsräume häufiger als den Fitnessraum, den es im Deutschen Bundestag auch geben soll. Jedenfalls hat die Bild-Zeitung mal drüber geschrieben, was wir uns für einen unerträglichen Luxus an der Stelle leisten würden. Und ich spreche jetzt lieber nicht von der Art und Weise, wie wir uns zwischen den Sitzungen ernähren. Ich sage Ihnen aber auch spaßhaft, bei der von Christian Schmidt angedrohten staatlichen Rezeptur habe ich mir auf Bayerisch nur eins gedacht, Pfui Teufel. Ja, also da bin ich auch sehr skeptisch, ob wir uns da an der Stelle wirklich in der Weise einbringen und einmischen sollten. Aber um zum Ernst der Thematik zurückzukommen, ich möchte deutlich unterstreichen, dass die CDU-CSU-Fraktion sich immer dafür eingesetzt hat, dass die Diabetesbekämpfung den Stellenwert bekommt, der ihr aus ethischen, sozialen und ökonomischen Erwägungen tatsächlich zukommt. Und da ist das Präventionsgesetz tatsächlich ein wichtiger Meilenstein gewesen in dieser Legislatur. Nun werden Sie sich fragen, was das Besondere daran ist. Nicht, wie Sie vielleicht annehmen, dass wir uns nach langem zähen Ringen tatsächlich irgendwann mal geeinigt haben. Auch nicht
die Bündelung der Anstrengungen und dass wir die Chance nutzen, jetzt das Thema Prävention aus dem Marketing der Kassen rauszunehmen und in eine Richtung zu bündeln und zu richten, dass am Schluss etwas messbar Gutes dabei rauskommen wird, da bin ich mir sicher, sondern ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir die Menschen dort abholen, wo sie sich befinden, nämlich die Prävention in Lebenswelten. Das halte ich für ganz, ganz entscheidend, von der Kita, so wie wir es hier gehört haben, bis hin zum Arbeitsplatz. Und ich bin Ihnen, Herr Professor, auch nochmal ausdrücklich dankbar, dass Sie auch politisch ein Thema adressiert haben, das ich für entscheidend halte. Ich bin mit Ihnen einig, es geht hier um gesundheitliche Chancengleichheit. Das ist etwas, ich bin jetzt nicht verdächtig, dass ich hier linke Vorlagen liefere an der Stelle, ganz im Gegenteil, aber etwas, was mir durchaus politisch auch diskutieren müssen, denn das Risiko ist oft davon abhängig, wie die persönliche sozioökonomische Lage aussieht. Und uns muss es gelingen, den Menschen gleichmäßig den Zugang zu einem gesunden Lebensstil und entsprechender Bildung zu bringen. Das ist aus meiner Sicht jedenfalls wichtiger als manche Umverteilungsdiskussion, die wir im Deutschen Bundestag führen. Da würden wir mehr erreichen, wenn man das so akzentuieren könnte, wie es heute hier bisher angeklungen ist. Werbeverbot, tja, da habe ich innerlich als Unionsabgeordneter ein gewisses Problem mit den Verboten, gebe ich ganz offen zu, weil wir ja die Partei sind, die auf Eigenverantwortung setzen, auch auf Verantwortung der Eltern im Übrigen, auf die muss man nämlich auch setzen, da gehört Aufklärung und all die Dinge. Ob ein Verbot immer das Mittel der Wahl ist am Schluss, ich weiß es nicht, aber ich verstehe die Forderung und ich verstehe auch die Forderung nach der Steuer. Nur ob es uns politisch sinnvoll gelingt, mit Steuern alles zu steuern. Zunächst dienen Steuern natürlich erstmal der Einnahmenerzielung durch den Staat. Das hieße natürlich umgekehrt, wenn es uns gelänge, die Nebenziele zu erreichen, nämlich den Konsum beispielsweise von Süßigkeiten durch entsprechende Besteuerung zu reduzieren, dann sieht es mau aus mit unseren Einnahmen an der Stelle. Und deshalb glaube ich diese ganze Geschichte mit den steuernden Eingriffen an der Stelle nicht so recht. Aber auch darüber muss und kann man aus meiner Sicht diskutieren. Und wir tun es ja beispielsweise bei den Alkopops tatsächlich. Und es macht an verschiedenen Stellen Sinn. Ich möchte noch mal unterstreichen, dass was Christian Schmidt am Rande im Zusammenhang mit der Forschung erwähnt hat, nämlich die rote Gentechnik. Ich würde mir wünschen, auch politisch wünschen, dass die Errungenschaften der Gentechnik, die wir auf der einen Seite ganz selbstverständlich hinnehmen, dass die uns zumindest zu ein bisschen mehr Aufgeschlossenheit dort verhelfen, wo die Ideologie uns manchmal im Wege steht. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir hier einen guten Kongress haben zu einem wichtigen gesundheitspolitischen Thema. Ich will nochmal abschließend unterstreichen, dass es uns um die Patienten geht, dass Hermann Gröhe mit seiner Arbeit einen entscheidenden Beitrag dazu leistet, dass Gesundheitspolitik unter qualitativen Gesichtspunkten diskutiert wird, dass wir Gott sei Dank auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation momentan weg sind von der Kostendebatte. Mach mir aber keine Illusion, auch die wird uns wieder einholen, die Kostendiskussion. Aber ich will Sie sensibilisieren, dass wir, wenn wir all die Dinge, über die wir hier diskutieren, auch über das Thema Diabetes, wenn wir all die Dinge im Sinne der Patienten umsetzen wollen, wenn wir eine vorbildliche, eine qualitativ hochwertige, eine gute Versorgung sichern wollen, dann kostet das Geld am Ende. Und ich glaube, wir müssen auch zu dem Punkt kommen, dass uns Gesundheit tatsächlich etwas wert ist. Denn das Komische bei uns in der Gesellschaft ist ja, dass die wichtigen Dinge in ihrer Wertigkeit nicht so gesehen werden. Die Frage, was isst man, was zahlt man dafür, genauso wie die Gesundheit, ganz eigentümliche Bewertungsmaßstäbe und Diskussionen. Ich bin froh, dass wir sie momentan nicht führen, sondern dass wir uns über die Frage der Prävention an der Stelle unterhalten können. Vielen herzlichen Dank.
Ja. Danke, Georg Nüßlein, liebe Gitta, sehr geehrte Minister, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt die Ehre, die ehrenvolle Aufgabe, die Podiumsdiskussion zu moderieren. Ich darf mit mir persönlich anfangen. Ich denke, zu mir muss ich nicht viel sagen, vielleicht zwei Dinge, um mit Professor Galwitz zu sprechen. Ja, ich bin der Stubenhocker und ich bin auch nicht glücklich, weil ich habe Typ 2 Diabetes und von daher trifft diese Einschätzung, wenn ich das so sagen darf, auch auf mich zu. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen kurz die Mitdiskutanten vorstellen und zu meiner Linken mit Professor Dr. Beate Jochimsen beginnen, die, wie ich gelesen habe, Bankkauffrau ist, Volkswirtin und Professorin für allgemeine Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft an der Hochschule für Wissenschaft und Recht Berlin. Herzlich willkommen. Ich darf dann fortfahren zu meiner Rechten und Ihnen Frau Dr. Silke Lichtenstein vorstellen. Sie ist Ökotrophologin, Diplom-Ökotrophologin und, wie ich hier gelesen habe, auch Gastronomiebetriebswirtin. Sie ist Vorstandsmitglied des Berufsverbandes Ökotrophologie e.V. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Dann darf ich Ihnen Professor Dr. Thomas Danne vorstellen. Professor Danne ist Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Chefarzt am Krankenhaus auf der Bult in Hannover und Hochschullehrer an der Medizinischen Hochschule. Und wenn ich das persönlich anmerken darf, Herr Professor Danne, ein ganz besonders lieber Gast, weil auch er ist Torwart des FC Diabetologie. Und wir hatten mit dem Deutschen Bundestag einige Lächeln, Sie waren anwesend. Wir hatten schon mal das Vergnügen, gegeneinander spielen zu dürfen. Das Ergebnis verschweigen wir jetzt. Aber es war für die Politik nicht so ganz leidvoll, wenn ich das sagen darf. Herzlich willkommen, Herr Professor Danne. Ich darf Ihnen weiter vorstellen, Herrn Professor Dr. Hans Hauner. Herr Professor Hauner ist Internist, Diabetologe, Ordinarius für Ernährungsmedizin an der TU München und Direktor des Else-Körner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin. Er ist Vorsitzender der Deutschen Diabetes-Stiftung in München. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Nächst in der Reihe ist Christoph Minhoff. Herr Minhoff ist Politologe, Journalist, Historiker, Hauptgeschäftsführer beim Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und als letzter in der Reihe, ja, ein ganz besonderer Gast, wenn ich das sagen darf, wer kennt ihn nicht? Ulrich Weigelt, der streitbare Vorsitzende der Bundesvorsitzende Deutscher Hausärzte, ein gern gesehener Gast in vielen Runden im Gesundheitsbereich. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in Bremen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Meine Damen und Herren, wir haben mitbekommen, dass das Thema Diabetes Fahrt aufnimmt, wenn ich das so sagen darf. Wir sind da, die wir politische Verantwortung tragen, sehr dankbar, dass das Thema mehr in den Fokus rückt. Und ich darf, um auch der fortgeschrittenen Zeit Rechnung zu tragen, direkt mit Ihnen, Herr Professor Danne, beginnen und Ihnen die Frage stellen, von dem Hintergrund, dass die Stoffwechselerkrankung Diabetes dramatisch zunimmt, Zahlen hat der Minister Gröhe uns genannt. Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2025 wir 20 Millionen erkrankte Diabetikerinnen und Diabetiker haben. Damit ist ein Viertel der Bevölkerung an Diabetes erkrankt. Wir wissen heute, dass 60% dieser Erkrankungen vermieden oder zumindest hätten hinausgezögert werden können. Brauchen wir, wie das vom Minister Gröhe angesprochen war, eine nationale Diabetesstrategie oder gibt es einen anderen Weg, den Diabetes-Tsunami, wie ich das gerne formuliere, aufzuhalten, der auf uns zurollt? Ja, vielen Dank, Herr Mohnstadt. Also apropos Ball und Zurollen, das nächste Mal beim Rückspiel lasse ich nicht wieder vier Dinger rein. Ja? Das kann ich Ihnen schon sozusagen gratulieren. Und dann werden wir mal sehen. Aber ich denke, wir müssen für die Patienten hier auch noch einige Tore schießen und vor allen Dingen die es eventuell später mal werden. Mir hat sehr gut gefallen das Thema deutsche Strategie. Und ich glaube, wir können eine ganze Menge von den anderen Ländern lernen, die bereits einen nationalen Diabetesplan haben. Das war nämlich auch mit drin in diesem UN-Papier, wo Weltdiabetestag genannt wurde, nämlich die Aufforderung, dass jedes Land einen nationalen Diabetesplan entwickeln soll. Deutschland hat den ja nun nicht. Es heißt inzwischen nationale Diabetesstrategie. Das bedeutet, dass also jedes Bundesland selber den Weg auch finden muss, wie es sich mit Diabetes auseinandersetzen kann. Das sehe ich als eine Chance.
Und zwar eine Chance dann, wenn wir, und das habe ich von Herrn Nüßlein gerade gehört, etwas messbar Gutes tun. Denn das ist das Problem aller nationalen Diabetespläne bis jetzt. Sie haben schöne Texte, aber sie werden nicht evaluiert. Und keiner guckt sich eigentlich an, was passiert da. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass nach den Studiendaten die direkten Kosten durch den Diabetes, gerade was sozusagen die medikamentöse Behandlung, viel, viel kleiner sind als zum Beispiel die indirekten Kosten, also zum Beispiel eine Frühberentung, haben wir gute Chancen. Ich will hier nur mal die Zahl sagen. Also die Arzneimittel kosten 310 Euro pro mittlere Kosten pro Diabetiker, die indirekten Diabeteskosten für die Frühberentung 1328. Das ist also ein Riesenunterschied. Also ich stoße als Kinderarzt die Kostendiskussion an, weil es geht bei Diabetes auch ums Geld und es gibt dort ein enormes Einsparpotenzial, wenn wir unseren Job hier gut machen. Und wenn wir nicht gut machen, dann haben wir große Probleme, am Ende das Geld auszugeben. Insofern toll, dass jetzt hier zwei Ministerien am Tisch sitzen. Vielleicht brauchen wir noch mindestens ein drittes. Denn wir haben, glaube ich, die Möglichkeit, wenn wir eine nationale Diabetesstrategie machen, die besser zu machen als andere Länder, indem wir nämlich das evaluieren, was wir auch tun. Und das Gleiche gilt auch für das Präventionsgesetz. Und ich möchte hier dem Minister Gröhe eigentlich gratulieren, dass sozusagen alle Ärzte sagen, naja, da haben wir endlich meinen Gesundheitsminister, der den ganzen Koalitionsvertrag Schritt für Schritt abarbeitet, also Anerkennung. Gleich damit auch verbunden, dass ursprünglich mal im Koalitionsvertrag auch der nationale Diabetesplan drin gestanden hat. Und vielleicht machen Sie ja noch sozusagen alle sechs Richtige mit Zusatzzahl und schaffen auch noch die nationale Diabetesstrategie in dieser Legislaturperiode. Ich fände das jedenfalls fantastisch, wenn das kommt. Und wenn dann auch eine gute Evaluation dabei ist, haben wir viel für die Patienten getan. Vielleicht darf ich da gleich nochmal nachhaken. Wie muss denn aus Ihrer Sicht eine nationale Strategie, die sich von regionalen Plänen unterscheidet, aussehen? Wie muss der Oberbau ausgestaltet sein, damit wir die Effekte, die wir brauchen, die verschiedentlich hier angesprochen wurden, dann auch umsetzen können? Ja, also ich glaube, das muss eine ganze Menge sein. Insbesondere kommt es eben auf die vielen Sachen an, die Herr Gallwitz letztendlich schon genannt hat. Ich will jetzt zum Beispiel mal die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hier nehmen. Da geht es natürlich nicht nur um die Primärprävention, dass wir also eine Informationskampagne machen, um Diabetes zu verhindern, sondern natürlich auch, dass wir die Betroffenen möglichst gut behandeln, also Sekundärprävention, und dass, wenn jemand eben Diabetes bereits mit Folgeerkrankung hat, im Zusehen, dass er trotz Folgeerkrankung noch ein möglichst gutes Leben hat. Das sind also alles verschiedene Aspekte, die wir im Moment angehen müssen, wo schon eine ganze Menge getan wird. Und ich denke, gerade die Kostenträger müssen eben auch viel mehr mit hineingezogen werden, dass sie nicht nur in kurzfristigen Budgetsachen denken, sondern letztendlich auch die langfristige Prognose einer chronischen Erkrankung vor Augen haben. Dann werden wir vielleicht unsere Mittel besser einsetzen, als wir das im Moment tun. Danke, Professor. Dann darf jetzt mal Herrn Professor Hauner in die Diskussion mit einbeziehen. Herr Professor Hauner, Übergewicht ist in Deutschland ein weit verbreitetes Problem. Ich habe da auch meine Probleme, wenn ich das so sagen darf, offensichtlich. Hierzulande gelten mehr als 50% der Erwachsenen als übergewichtig. Bei den 13- bis 17-Jährigen sind es schon 15%. Und damit sind diese bekanntlich besonders anfällig für Diabetes. Woher rühren diese hohen Raten? Wenn ich das provokativ nochmal ergänzend anführen darf, um die aktuelle Diskussion aufzugreifen: Zucker macht nicht dick, haben wir neulich in der Presse gelesen. Wie stehen Sie dazu? Ja, vielen Dank. Die Zunahme der Adipositas, die wir weitersehen, eigentlich in fast allen Altersgruppen, hat natürlich vor allem mit der modernen Lebensweise zu tun. Die hat sich ja dramatisch verändert in den letzten 30 Jahren. Das Freizeitverhalten ist jetzt ein ganz anderes geworden durch den hohen TV-Konsum, Computerspiele und so weiter. Die Kinder spielen nicht mehr draußen, das ist zum Beispiel ein Fakt. Die andere Seite ist aber auch, wir haben mehr Lebensmittelangebote als je zuvor. Wir sind sozusagen ständig umgeben von attraktiven Lebensmitteln, natürlich auch mit einer Werbung garniert, die auch sehr irreführend ist. Und wir haben Hinweise, dass die Energieaufnahme in Deutschland weiter am Zunehmen ist. Wir haben für Deutschland keine guten Zahlen, woanders ist es besser dokumentiert. Und Sie sehen das ja auch selber, es gibt immer mehr Imbissbuden, an jeder Ecke gibt es alle möglichen Essensangebote, rund um die Uhr, Tag und Nacht, an jeder Tankstelle kriegen Sie was angeboten, was immer Sie wollen. Und dem ist sozusagen der Mensch nicht gewachsen, dem erliegt er allzu oft. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Situation, die dazu beiträgt.
hinzukommt, die Ernährungsgewohnheiten lösen sich ja auf. Viele Menschen haben keine festen Essenszeiten mehr. Sie essen bei Gelegenheit, spontan. Das ist meistens dann kein gutes Essen. Und speziell auch das Convenience-Essen, was wir überall haben, das Fastfood, ist natürlich von der Qualität sehr fragwürdig, sehr zuckerreich, sehr fettreich, sehr energiedicht und ist eine wichtige Ursache für das hohe Risiko zuzunehmen. Da muss man wirklich sehr stark sein, sehr stark gegensteuern, damit man sich hier behaupten kann, alles ist darauf ausgerichtet in unserer Gesellschaft, dass Menschen mehr essen und sich wenig bewegen. Und da ist einfach wirklich ein Bewusstseinswandel, aber mehr noch ein Wandel der Kultur notwendig, der gesamten Gesellschaft, um dem wirklich vorzubeugen. Das wird in anderen Ländern da wesentlich härter in diese Richtung argumentiert und diskutiert. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns auch da etwas intensiver damit beschäftigen. Zum Thema Zucker ist die Datenlage eigentlich heute völlig klar. Zucker ist ein Treiber von Adipositas, von Übergewicht und auch von Diabetes. Und seit kurzem wissen wir auch ein Treiber von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist durch viele Studien belegt in vielen Ländern. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Und der Zuckerkonsum ist natürlich hoch. In Deutschland konsumiert jeder Bundesbürger pro Tag etwa 100 Gramm. Besonders hoch ist der Konsum bei jungen Menschen, bei Kindern, bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen. Und hier natürlich besonders gravierend und sicherlich auch sehr stark verantwortlich, mitverantwortlich für das Problem Übergewicht. Ja, danke bis hierher. Vielleicht darf ich ergänzend Sie nochmal dazu fragen. Die WHO hat ja Anfang 2015 Nährwertkriterien für Lebensmittel veröffentlicht, die grundsätzlich in allen Ländern verwendet werden sollten. Ein Schwerpunkt lag da auch auf der Tatsache, dass gerade bei der Vermarktung an Kindern möglichst nur ausgewogene Produkte verwandt werden sollen, die reduzierte Anteile von Fett, Zucker und Salz haben, aber natürlich auch im Kaloriengehalt reduziert sind. Ist das der richtige Ansatz? Und dies ergänzt um die Frage, spielt auch das Werbeverbot von ungesunden Lebensmitteln für Kinder eine entscheidende Rolle, um dort eine Trendwende auf den Weg zu bringen? Ja, die WHO-Aktivität ist hier sicher sehr sinnvoll und es gibt ja ein jüngeres Beispiel auch aus Deutschland. Foodwatch hat das sozusagen verglichen, was auf dem deutschen Lebensmittelmarkt angeboten wird an Kinderlebensmittel und hat es an diesen WHO-Empfehlungen ausgerichtet. Und da schneiden diese Produkte natürlich katastrophal schlecht ab. Sie erfüllen alle diese Vorgaben nicht. Das heißt, hier besteht wirklich Handlungsbedarf und es geht vor allem an die Industrie. Sie muss sich einfach mehr bemühen, diese Kinderlebensmittel, wenn wir sie denn überhaupt haben wollen, ich denke, wir brauchen sie eigentlich nicht, dann zumindest etwas gesünder auszugestalten. Und in dem Kontext natürlich auch sehr wichtig der Hinweis auf die Werbung für Lebensmittel, die ist sehr irreführend, sehr manipulativ. Und es gibt Länder, die sagen, das wollen wir nicht und verbieten solche Werbung. Da sind wir noch weit davon entfernt, aber wir müssen einfach wissen, das ist ein ökonomischer Faktor. Es wird hier sehr viel Umsatz gemacht. Die Kinderprogramme leben von dieser unseriösen Lebensmittelwerbung für Kinderlebensmittel. Und hier wäre natürlich auch wirklich hart zu diskutieren, ob wir das brauchen, ob wir das uns zumuten wollen und vor allem den Kindern zumuten wollen, die ja hier wehrlos sind. Es gibt wunderbare Studien, die zeigen, wie wirksam das ist bei Kindern. Die können das nicht hinterfragen, auch wenn sie gut informiert und aufgeklärt sind. Das funktioniert also perfekt für die Industrie. Und die Frage ist, wollen wir das länger so in dieser Weise akzeptieren oder eben nicht, wo wir doch wissen, was die Konsequenzen sind? Ja, danke bis hierher. Sie haben das Stichwort Industrie und Maßnahmen der Industrie angesprochen, Frau Professor Jochimsen. Die Diabetesverbände und der Deutsche Adipositasverband fordern als wichtige Maßnahmen gegen Übergewicht und Diabetes die höhere Besteuerung. Der Minister Schmidt war da etwas skeptisch. Die höhere Besteuerung von Produkten, die vor allen Dingen einen hohen Gehalt an Zucker, Fett oder Salz haben. Diese Erhebung von Steuern ist sicherlich nicht ganz einfach. Was ist bei einer Erhebung von Steuern zu beachten und wie effektiv sind aus Ihrer Sicht diese oder können diese Lenkungssteuern sein? Ja, vielen Dank. Die Erhebung einer Steuer ist wahrlich kompliziert. Als erstes muss man sich auf etwas einigen, was Herr Dr. Nüßlein gerade angesprochen hat, nämlich wollen wir damit Einnahmen erzielen oder wollen wir das Verhalten der Konsumenten lenken? Beides ist möglich. Ich
Das eine schließt das andere ein bisschen aus. Wenn ich das Verhalten der Konsumenten lenke, das hatten Sie angesprochen, Herr Nüßlein, dann habe ich, wenn es gut läuft, nämlich keine Einnahmen. Das heißt, da muss ich mich als erstes entscheiden. Als zweites brauche ich irgendeine Idee. Belastung ungesunder Lebensmittel, Bekämpfung der Fettleibigkeit, was diese Steuer verwirklichen soll. Und als drittes, und das ist in der Realität sehr schwer, in jedem Bereich, auch in diesem Bereich, muss ich festlegen, was eigentlich besteuert werden soll. Wir nennen das die Bemessungsgrundlage. Nur Zucker, Fett, Süßstoff, Honig, Ersatzstoffe, was auch immer uns dazu einfällt. Und als nächsten Punkt muss ich dann auch noch gucken, wie kompliziert ist das, das zu erheben, die sogenannten Vollzugskosten. Was kostet es die Wirtschaft, die Informationen zur Besteuerung bereitzuhalten? Und was kostet es den Staat, die Steuern zu erheben, also die Finanzbeamten, die prüfen müssen? Und als letztes muss ich mir noch darüber Gedanken machen, inwieweit die Steuer überhaupt wirkt oder inwieweit es Ausweichreaktionen geben kann. Und damit käme ich dann zu Ihrer zweiten Frage, wenn ich die jetzt noch gleich mit beantworten soll, inwieweit Lenkungssteuern effektiv sind oder wir machen eine Pause und Sie vielleicht, fragen noch vielleicht was anderes. Vielleicht darf ich Sie erst mal stellen. Also natürlich. Nein, ich meine den zweiten Teil der ersten Frage. Wie effektiv sind Lenkungssteuern? Ja, bitte. Nein? Ja? Das hängt nämlich davon ab, unter anderem, wie stark die Ausweichreaktionen ausgeprägt sind. Und das hängt davon ab, unter anderem, wie breit diese Bemessungsgrundlage ist. Besteuere ich nur zuckerhaltige Getränke oder besteuere ich alles, was Zucker hat? Und besteuere ich Lebensmittel, die die Menschen zum Teil vielleicht brauchen? Denn hier sitzen zwar die Mediziner, aber ein gewisses Maß an Zucker, ein gewisses Maß an Fett und ein gewisses Maß an Salz ist ja notwendig, auch zum positiven um einen positiven Gesundheitszustand herbeizuführen. Wenn ich alles besteuere, muss ich auch das berücksichtigen. Sprich, die Evidenz ist da sehr schwer herzustellen. Vielleicht darf ich da direkt nochmal nachhaken. Die Systeme gehen ja von unterschiedlichen Ausgangspunkten aus. Einmal kann man gesunde Lebensmittel entlasten, also billiger machen, oder man kann ungesunde Lebensmittel belasten, also teurer machen. Welche Maßnahmen sind nach Ihrer Auffassung geeignet, Verbraucher zu einem gesünderen Essen zu bringen, zu einem gesünderen Einkaufsverhalten zu bringen? Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, uns erreicht immer wieder die Botschaft, dass weite Teile der Bevölkerung auch in zweiter, dritter Generation gar nicht mehr kochen können, damit natürlich auch nicht mehr wissen, was sie für Lebensmittel einkaufen müssen und was gute und schlechte Lebensmittel sind. Ja, also den letzten Punkt, den können Sie durch Besteuerung oder Subventionen nicht ändern. Das ist so. Aber die Frage war ja, sind gerade diese Zielgruppen dadurch eher beeinflussbar, weil mit Überzeugung und Ratio wird man sie nicht erreichen? Nein, ist schon klar. Subventionen und Steuern sind letztlich zwei Seiten einer Medaille. Einmal greife ich als Staat ein und mache bestimmte Lebensmittel künstlich teurer und einmal mache ich sie künstlich billiger, als der Markt sie bereitstellt. Wenn ich sie künstlich billiger mache, also Subventionen verteile auf gesunde Lebensmittel, muss ich immer im Kopf haben, selbst wenn es perfekt wirkt und die Leute dann diese günstigen Lebensmittel kaufen, dann müssen diese Subventionen finanziert werden, und zwar durch Steuern an anderer Stelle oder durch höhere Staatsverschuldung. Das darf man dabei nicht aus dem Auge verlieren. Und kommen wir zur anderen Seite der Medaille. Wenn es perfekt funktioniert, dann führen natürlich Steuern auf Zucker, Salz, Fett und Surrogate dazu, dass die Preise für Lebensmittel, die diese Stoffe enthalten, steigen, dass die Nachfrage nach diesen Stoffen, also nach diesen Lebensmitteln, sinkt und der Konsum zurückgeht. Die Frage ist, inwieweit so eine perfekte Welt in der Realität dann auch funktioniert. Und wenn man sich da anschaut, was Deutschland beispielsweise in den letzten Jahren getan hat, sich die Tabaksteuer beispielsweise anschaut oder die Alkopop-Steuer, dann stellt man fest, dass es praktisch nicht möglich ist, seriös zu analysieren, inwiefern die Verhaltensänderungen der Menschen in Bezug auf den Tabakkonsum auf die Erhöhung der Tabaksteuer zurückzuführen sind, weil wir gleichzeitig ein Werbeverbot hatten, sich die öffentliche Wahrnehmung geändert hat, im öffentlichen Raum hier im Bundestag weniger oder gar nicht mehr geraucht werden darf, es diese Banderolen auf den Packungen gibt, das heißt, es ist ein Bündel von Maßnahmen, was damit einhergeht, sodass es seriös, praktisch in dem Fall und in vielen anderen Fällen nicht möglich ist zu sagen,
Ist der Effekt des Rückgangs des Tabakkonsums auf die Tabaksteuererhöhung zurückzuführen? Das macht uns ja nicht gerade Mut. Sie macht uns nicht gerade Mut, aber okay. Ich darf mal Frau Dr. Lichtenstein in die Diskussion mit einbeziehen. Wir haben gehört, dass Übergewicht und Adipositas als Folge auch Diabetes kontinuierlich zunimmt. Zu wenig Bewegung, falsche Ernährung, wir haben darüber gesprochen, sind da die Ursachen. Welche konkreten Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht geeignet, dem entgegenzuwirken? Gerade wenn man den Bereich des Wissens über Ernährung mal beleuchtet und sich anschaut, was Verbraucher dort an Informationen haben, gibt es eine Grundregel, die hilft, sich im Dschungel der Ernährungsmythen zurechtzufinden? Und ich darf da noch eine Frage draufsetzen. Brauchen wir XXXL Becher Colas zum Beispiel im Kino? Was können wir dagegen machen? Herzlichen Dank, Herr Mundstadt. Ich würde mich jetzt auch gern erstmal selbstständig machen. Ich möchte gern was aufgreifen, was hier gerade vorhin im Gespräch war, und zwar, dass die Menschen heute einfach zunehmend an Kochkompetenzen auch verlieren, das heißt zu Hause nicht mehr selber kochen können, beziehungsweise auch gar nicht mehr kochen können. All das bietet natürlich auch ungeahnte Möglichkeiten für die Verhältnisprävention, indem man eben in Betrieben auch qualitätsoptimierte Verpflegung anbietet, das heißt nach den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und da komme ich zu dem Punkt, geeignete Maßnahmen liegen auf jeden Fall in der Verhältnisprävention. Wir haben heute Abend schon einige Beispiele hier gehört, das Schulfach für Ernährung, auch das gemeinsame Essen und Kochen mit Kindern in der Schule, gemeinsam mit den Lehrern, hilft Kindern oder verhilft Kindern, also ein Gefühl für Ausgewogenheit überhaupt zu entwickeln und natürlich insgesamt eben auch ja, für sich einen Weg in eine gesunde Lebensführung zu finden. Das Vorbild der Kinder sind immer die Eltern. Das heißt, wir brauchen gerade im schulischen Bereich natürlich auch immer Konzepte, die irgendwie auch in die Elternhäuser mit eingreifen können, idealerweise. Das ist ziemlich schwierig. Wir haben aber gerade über diese Schulfachchancen, wir haben solche Programme, die auch schon zur Sprache kommen, die junge Eltern ganz früh abholen, noch quasi vor der Elternschaft, wie 9+12. Oder eben die junge Eltern. Es geht aber auch eben darum, um nochmal auf das Vorbild zurückzukommen, Eltern auch, ich sag mal, in ihrer eigenen Lebensführung dazu zu verhelfen, dass sie gesundheitsförderlich sich verhalten oder dass sie gesund essen, auch einen gesunden Umgang mit Bewegung entwickeln. Und wir hatten die Betriebsverpflegung schon erwähnt. Auch hier in der betrieblichen Gesundheitsförderung sind eben noch ganz viele Potenziale und wir begrüßen das sehr, dass wir hier eben auch durch das neue Präventionsgesetz die Möglichkeiten haben, hier in die Förderung auch zu investieren. Es sind viele Ökotrophologen vor Ort und auch in den Schulverpflegungsvernetzungsstellen. Hier gibt es eben, wie gesagt, noch ganz, ganz viele Ansatzpunkte, wo wir ansetzen können. Jetzt komme ich aber zu dem zweiten Punkt. Ich hoffe, ich habe jetzt XXL-Becher. Wo wollen wir weitermachen? Oder bei den gesunden? Ja, bei den XXL. Mein Lieblingsthema. XXL genau, besser ist eines meiner Lieblingsthemen. Ja, meines nämlich auch. Das passt eigentlich auch ganz gut an der Stelle, weil wir waren gerade, oder ich war bei den Eltern. Es geht natürlich auch darum, dass wir nicht nur die falschen Lebensmittel haben oder die falschen Lebensmittel daran beteiligt sind, dass wir uns eben ungesund ernähren oder auch dieses Übergewichtsproblem immer größer wird. Ich habe selber in der Therapie viele Familien beraten mit übergewichtigen Kindern und es geht natürlich auch darum, mit Portionsgrößen umzugehen. Und wir wissen auch, da gibt es auch viele Untersuchungen dazu, dass Portionsgrößen immer größer werden. Und es sind nicht nur die XXL-Becher, vor allem nicht nur die Limo, sondern es sind eben auch die XXL-Schnitzel. Es sind die All-You-Can-Eat, Angebote, Buffets. Gerade diese All-Inclusive-Urlaube sind für Kinder ein ganz, ganz großes Problem. Und hier deswegen auch mein Punkt, die Verhältnisprävention, die, wie gesagt, die Handlungskompetenz stärken muss, die Entscheidungskompetenz. Das heißt, dass ich dazu in der Lage bin, für mein Leben oder für meine Kinder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und darum wird es gehen. Und daran wird auch kein Weg vorbeiführen. Vielleicht darf ich noch mal konkret nachfragen. Wir haben uns ja schon über Zucker, Fett, Salz, also über Inhaltsstoffe unterhalten.
Hätte aus Ihrer Sicht eine Reduzierung dieser Inhaltsstoffe Einfluss und wie könnte der aussehen? Es kommt so ein bisschen auf die Lebensmittel an. Sie hatten jetzt Fett, Zucker und Salz genannt. Zucker und Salz sind in Lebensmitteln häufig enthalten, aufgrund ihrer konservierenden Eigenschaften auch. Also nicht nur geschmacklich, das ist die andere Grund, dass Zucker und Salz zugesetzt werden. Geschmacklich ist der Ersatz relativ einfach. In vielen Lebensmitteln, es ist gut, wenn man das schafft, wenn man eben in Lebensmitteln Salz beispielsweise durch Kräuter ersetzen kann oder durch Gewürze. Wenn Sie aber beispielsweise jetzt eingelegtes Sauergemüse, wo Salz auch konservierende Wirkung hat, dann haben Sie das Problem, dass Sie Konservierungsstoffe brauchen. Und wenn Sie fettreduzierte Lebensmittel auf den Markt bringen, die es ja gibt in einer relativ großen Anzahl, brauchen Sie eben entsprechend auch Bindemittel oder Füllstoffe da drin. Das ist eben auch wieder etwas, was jetzt so die Bewertung gesundes Lebensmittel schwierig macht, demgegenüber auch die Verbraucher zu Recht kritisch eingestellt sind. Das kann man in seinem Lebensmittel nicht haben wollen. Und daran sehen Sie sehr schön, dass diese Sichtweise gesund oder ungesundes Lebensmittel nicht so ganz einfach ist. Ja, danke Frau Dr. Lichtenstein bis hierher. Ich darf jetzt Herrn Minhoff in die Diskussion mit einbeziehen. Herr Minhoff, die Lebensmittelindustrie wird von vielen Seiten eine erhebliche Mitverantwortung an der jetzigen Entwicklung, vor allen Dingen an der exorbitanten Zunahme von Übergewicht und Diabetes zugeschrieben. Vor allen Dingen auch industriell hergestellte Lebensmittel mit hohem Zucker, Salz, Fettgehalt, wir haben darüber gesprochen, stehen hier im Blickpunkt. Wie stehen Sie zu den Vorwürfen? Wie sehen Sie die Verantwortung der Lebensmittelindustrie und ja, wir haben das auch gerade ansatzweise angerissen. Sehen Sie auch eine Verantwortung dafür, dass ein Großteil der Familien, vor allen Dingen auch bildungsferner Schichten, nicht mehr in der Lage sind, frisch zu kochen und dementsprechend das Wissen auch nicht haben, wie gesunde Lebensmittel verarbeitet und zubereitet werden müssen? Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt, ich glaube, fast 2 Stunden zugehört und überlege mir die ganze Zeit bei den ganzen Notizen, die ich mir gemacht habe, wo ich eigentlich anfange an der Korrektur der steilen Behauptungen, die hier im Laufe der letzten 2 Stunden aufgestellt wurden. Und ich weiß, dass ich leider nicht die Zeit habe, um das zu korrigieren. Das fängt an mit so unbedeutenden Zahlenbeispielen von 100 Gramm statt 50, die es tatsächlich sind. Oder beispielsweise von der Frage der nationalen Verzehrsstudie, die dazu führt oder die belegt, dass die Kalorienaufnahme sinkt und so weiter und so fort. Ich könnte darüber philosophieren, dass ich, Gott sei Dank, zur Generation der Babyboomer gehöre, so wie viele hier im Raum. Und die jetzt langsam, aber sicher älter werden und deshalb leider auch zu denen gehören werden, die mehr Altersdiabetes entwickeln werden. Deshalb ist die Prognose, dass die Altersdiabetes steigen wird, eine wirklich sehr mutige Aussage, denn sie wird alleine durch die Demografie steigen. Was die Verantwortung anbelangt, ja, selbstverständlich. Wir sind verantwortlich für 170.000 Produkte, die es im Lebensmittelbereich gibt. 170.000 Produkte. 40.000 kommen jedes Jahr mit dazu. Und wissen Sie, was das heißt? In diesem Fraktionssaal hier gastiert ja eine Partei, der man bis vor ganz kurzem vorgeworfen hat, sie stehe für KKK. Ja, Kirche, Kinder, Küche. Da sind wir doch alle dankbar, dass das nicht mehr so ist, glaube ich jedenfalls, dass ich da die Mehrheit im Saal hinter mir habe. Und das heißt, den Lebensstil, den hier diejenigen propagieren und die glauben, sie könnten mit so einfachen Mitteln, so verführerisch einfachen Mitteln wie Steuern oder Verboten, souveräne Verbraucher zu einer Verhaltensveränderung bringen, das finde ich bemerkenswert und ich frage mich, in welcher Welt und in welcher Lebenswelt diejenigen leben, die der Auffassung sind, dass die Lebensstile, die wir heute haben, noch dazu führen können, das war der zweite Teil Ihrer Frage, dass wir die klassischen Ernährungsriten aufrechterhalten können.
Das können wir nicht mehr. Wenn Sie mir kurz erklären, wann die frühere Hausfrau, die heute eine voll berufstätige Mutter ist, zwischen 12 Uhr zum Bäcker, zum Metzger und zum Bauern ihres Vertrauens fährt, um anschließend am Nachmittag möglicherweise ein 5-Gänge-Menü für wen auch. Die Lebenswirklichkeit zeigt uns, dass Convenience die Zukunft ist. Und zwar nicht nur das, sondern auch außer Haus. Die Menschen werden immer häufiger außer Haus essen. Und jetzt können Sie die Verantwortung natürlich, die Verantwortungsfrage auch stellen an alle diejenigen, die verantwortlich sind für die Veränderung der Lebensstile. Wir als Industrie, glaube ich, nehmen außergewöhnlich Verantwortung wahr. Das, was wir leisten, alleine durch die Produktvielfalt und damit die Ermöglichung jedes Lebensstils, das, glaube ich, ist bereits eine große Leistung. Und bitte seien Sie mir nicht böse wegen der XXL-Geschichte, weil ich die so oft höre. XXXL, ja, genau. Wann waren Sie zuletzt mit Ihren Kindern im Kino? Das ist, glaube ich, 6 Wochen her. 6 Wochen. Und davor? So viel Zeit ins Kino zu gehen, habe ich leider nicht. Also genau. Geht dann schon länger zurück. Ich kann Ihnen eins garantieren, wenn Ihre Kinder einmal im Jahr, das ist nämlich der Durchschnitt, wo die Eltern mit ihren Kindern ins Kino gehen, ein bisschen mehr Limo trinken, ist, wenn sie ansonsten wasserverdünnten Saft trinken, was anderswo üblich ist, kein Problem. Und damit komme ich zur letzten Bemerkung. Die Prämisse, es gebe gesunde und ungesunde Lebensmittel, war vor 1000 Jahren falsch, vor 100 Jahren falsch und ist heute falsch. Denn es ist nicht die Frage des Was, sondern des Wie viel. Und damit sollten wir uns befassen. Das werden wir in der Folge tun. Wir haben ja gleich noch, wie ich denke, Gelegenheit, die eine oder andere Frage zu stellen. Ich habe gemerkt, dass sich da etwas Widerspruch geregt hat, den ich jetzt nicht bündeln möchte. Gestatten Sie mir trotzdem noch eine Frage daran anzuschließen. Was können Sie sich denn vorstellen, was Sie selbst als Lebensmittelindustrie leisten können, um diesen Problemen, die wir hier diskutiert haben, ich darf den Begriff des Tsunamis nochmal prägen, der auf uns zurollt, aufgrund natürlich vieler Ursachen, aber natürlich auch aufgrund der Abläufe, die Sie organisiert und begleitet haben. Was können Sie sich vorstellen, was dort gemacht werden kann, damit Sie selbst dort gegenwirken? Selbstverpflichtung, Reduzierung von Zucker, Fett und Steuer wären Ansätze. Können Sie sich das vorstellen? Würden Sie da mitgehen? Oder ist das nicht vorstellbar und Sie bleiben bei der Ausgangsprämisse, die Sie uns nahegebracht haben? Na, ich fange mal mit der ersten Frage an. Die Deutsche Diabetesgesellschaft hat ja einen neuen Partner, Foodwatch. Ich gratuliere dazu, eine Organisation, die 15 Mitarbeiter hat, davon 14 Kampagnenmitarbeiter und ich glaube nicht einen Ernährungswissenschaftler. Das macht nichts. Ich habe mir aber was abgeguckt bei denen. Foodwatch, Herr Bode zieht immer was aus seiner Aktentasche. Ja, ich mache das jetzt auch mal und verteile das einfach hier oben auf dem Podium. Sie können das alle unter bll.de einfach nachlesen. Und da sehen Sie auf ganz frisches, gerade 14 Tage alt, was die Ernährungsindustrie alles bereits tut. Denn wir starten ja hier nicht bei Null. Wir sind ja nicht so, als wenn wir nicht wüssten, was wir tun können, um Ernährungsbildung und einen gesunden Lebensstil zu fördern. Selbstverständlich tut das diese Industrie und zwar umfassend. Und da können Sie es ein bisschen nachlesen, damit alle auf dem neuesten Stand sind. Herzlichen Dank bis hierher. Ich darf jetzt wieder mal einen Arzt in die Diskussion mit einbeziehen, Herrn Weigelt. Herr Weigelt, Diabetes ist eine sehr komplexe Krankheit, wie wir wissen. Die Versorgung ist, wie ich finde, wie viele andere finden, ist recht gut in Deutschland, dennoch auch ausbaufähig. Was fehlen könnte, wäre eine Versorgungssituation, die flächendeckend, auch sektorenübergreifend ausgestaltet, als Versorgungsmodell ausgestaltet werden kann. Auch im Hinblick auf das Selbstmanagement, was sein Patient an den Tag legen muss, können wir, glaube ich, Dinge nach vorne bringen. Von daher die Frage an Sie, Hausärzte sind an vorderster Front in die Behandlung von Diabetikern eingebunden. Sie sind meist der erste Ansprechpartner, so war das auch bei mir. Man hat dann vielleicht das Glück, an einen Diabetologen weitergereicht zu werden, aber wie stellen Sie sich diesem Problem? Wie stehen Sie zu einer flächendeckenden, sektorübergreifenden Versorgung? Wie kann man die sicherstellen aus Ihrer Sicht?
Tja, das ist eine gute Frage. Vielen Dank erstmal, dass ich darauf antworten darf. Es ist in der Tat, wie Sie gesagt haben, ein komplexes Problem. Deswegen glaube ich auch, ich will jetzt auf die anderen Dinge nicht eingehen, die Prävention und alle solche Dinge sind auch nicht einfach zu lösen. Das ist in der Regel die Eigenheit eines komplexen Problems, dass es sich einer einfachen Lösung entzieht. Wir haben in der Tat keine schlechte Versorgung. Wenn man sich anguckt, wie die Lebenserwartung gestiegen ist, wie auch die Lebenserwartung mit chronischen Krankheiten, wie beispielsweise mit Diabetes, aber dann auch mit diversen Folgekrankheiten doch gestiegen ist, da kann man sagen, also so ganz schlecht kann es nicht sein. Wir sind nicht bei Null oder darunter. Ob es einen Tsunami gibt, darüber kann man auch diskutieren, weil in der Tat ist es die Frage, ob die Zahlen tatsächlich so hoch zu rechnen sind. Denn so ganz wirkungslos ist das, was an vielen Stellen passiert, ja auch nicht. Wenn man sich Kantinenessen anguckt, da hat sich was verändert. Das ist nicht einfach mehr irgendwie. Also es gibt schon da Bewegung, betriebliches Gesundheitswesen fängt an zu arbeiten, weil man sagt, wenn jetzt meine Leute falsch ernähre, werden die dauernd krank und fehlen mir bei der Produktion. Also insofern ist schon einiges im Gang. Jetzt aber konkret zu unserem Gesundheitswesen, da haben wir in der Tat, und das Stichwort ist da sektorübergreifend, haben wir in der Tat das Problem, dass wir nach wie vor viel zu sehr in Sektoren unterteilt sind. Immer wieder Ansätze für integrative medizinische oder integrative Versorgungsmodelle mit einer Anschubfinanzierung 1984, die dann wieder weg war, die auch teilweise sehr kleinteilig geendet hat, ist aber etwas, wo wir sehen, das brauchen wir. Es ist ja die Frage, ob jeder Diabetiker zum Diabetologen gehen muss. Dann ist die Frage, ob wir sozusagen, ob das vernünftig ist. Das kann man auch diskutieren, weil es gibt ja die älteren Leute und ältere Menschen mit Diabetes haben Mehrfacherkrankungen. Da sollte man vielleicht zusehen, dass die anderen dann nicht unter die Räder geraten. Insofern glaube ich schon, dass es vernünftig ist, tatsächlich hier die hausärztliche Versorgung, was ja in den anderen Gesetzen auch passiert, zu stärken, um eine Anlaufstelle zu haben. Es ist im Übrigen auch für die Beurteilung des Verlaufes in der Bevölkerung nicht unwichtig. Denn wo haben wir unsere Daten her über Diabetes, über die Effekte der Behandlung, über Langzeiteffekte der Behandlung aus Ländern, deren Gesundheitswesen wir eigentlich verachten? Wie England oder Holland, wo sagen sie, furchtbar, das Primärarztsystem ist das Schlimmste überhaupt. Aber da holen wir unsere Daten her, weil wir sie selbst gar nicht mehr so in dem Maße bekommen. Und insofern glaube ich, dass in der Tat ein Ansatz sein muss, Versorgungsmodelle zu entwickeln, die nicht in den Sektorengrenzen verbleiben, Kommunikationsbrüche mit sich bringen, unterschiedliche Budgets aufeinanderprallen lässt. Und ich kann ein Beispiel sagen, wir haben beispielsweise mit dem Verband der Diabetologen, und zwar sowohl mit denen, die in der Praxis sitzen, wie denen im Krankenhaus, eine Versorgungslandschaft entwickelt, das heißt ein Integrationsmodell, wo überlegt wird, wann, zu welchem Zeitpunkt muss ein Mensch mit Zuckerkrankheit in eine diabetologische Schwerpunktpraxis und wann kommt er wie wieder zurück und welche Informationen tauschen wir dazu aus. Wenn wir jetzt eine Folie hätten, würde ich Ihnen gerne zeigen, den Überweisungsschein von einem Hausarzt zu einem Facharzt oder in ein Krankenhaus. Dann werden Sie feststellen, dass etwa 10% der Fläche zur Verfügung stehen für medizinische Informationen und 90% für administrative Vorgänge. Das wollten wir eigentlich gerne umkehren. Und es ist auch sehr weit entwickelt worden. Wir haben ein weiteres Novum eingeführt, dass man sagt, es ist ja nicht nur der Diabetes, sondern es sind ja vielleicht auch Probleme bei den einzelnen Patienten, die verhindern, dass man sich mit dem Diabetes beschäftigt. Kennen wir aus der Rehabilitation sogenannte Hinderungsfaktoren. Das heißt, wenn jemand unter einer Depression leidet und die Frau weggelaufen ist, das Kind drogenabhängig oder irgendwas, mit dem brauche ich nicht darüber zu reden, ob er jetzt das Rauchen aufhört. Also das muss man dann schon mal ein bisschen einsortieren und den bräuchte ich auch nicht in den diabetologischen Schwerpunktpraxis zu schicken, weil der im Moment nicht in der Lage ist, diese Informationen für sich zu bearbeiten. Insofern ist hausärztliche Medizin das, was jetzt immer so als Novum in die Wand geworfen wird, das ist personalisierte Medizin. Wir müssen auf die einzelne Person eingehen, auf den Einzelnen und seine Möglichkeiten, beispielsweise Informationen über seine Krankheit zu bearbeiten, die Angehörigen mit einbeziehen und zu gucken, sind wir in der Lage, irgendwie ein Regime zu finden. Diese
etwas übergreifende Modelle leiden meistens unter dem Kirchgängerphänomen. Das heißt, da kommen die hin, die sich sowieso dafür interessieren. Wer geht denn zu einem Präventionsmanager und einer Ernährungsberatung oder kauft sich eine App zum Laufen? Das sind die, die das sowieso machen. Aber die Probleme sind ja die, die das nicht machen. Und die erreichen wir tatsächlich nicht sozusagen mit Globalprogrammen, Imagekampagnen. Die kommen da nicht an, sondern wir müssen tatsächlich da gucken. Mein Bereich ist dann halt eher die Sekundärprävention, eher die Medizin zu gucken. Wie kann ich die erwischen? Hausärzte haben die Chance über Familientraditionen, weil wir wissen, das ist ja nicht unbedingt ererbt in den Genen, sondern es kann ja auch ererbtes Verhalten sein, dass man da schon mal weiß, bei welchen Kindern muss man schon mal aufpassen, dass da nichts anbrennt, weil man weiß, Mutter, Oma und sonst wer ist da schon sozusagen mit dieser Krankheit versehen. Das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist, dass wir natürlich gucken müssen, dass wir hier einmal auch vielleicht eine Krankenkasse finden, die eben, vorhin ist schon mal angesprochen, nicht nur in Vierteljahrsrhythmen denkt, sondern sich überlegt, vielleicht sollten wir gemeinsam mit den Diabetologen und den Hausärzten so ein Programm mal auf den Weg bringen. Da tun wir uns sehr schwer, obwohl wir schon mit sehr vielen gesprochen haben. Denn deswegen nutze ich einfach mal hier die Gelegenheit zu sagen, komm, lass uns mal eine Kasse finden, die zeigt, dass es tatsächlich vernünftige und gute und für die Patienten optimale Versorgungsprogramme gibt. Das nehmen wir gerne auf. Vielleicht gestatten Sie mir noch eine Ergänzungsfrage. Fühlen Sie sich eigentlich fit bei dem Thema Diabetes als Hausarzt? Frage ich vor folgendem Hintergrund. Bei Ihnen ist das Studium, ja, erkennen wir auch schon ein bisschen her, nach meinen Informationen. Ja, nee, darf man auch mal ansprechen. Nach meinen Informationen gibt es in der Ausbildung zum Hausarzt nur 3 Doppelstunden Diabetologie. Ich weiß nicht, wie das zu Ihrer Zeit war, aber wahrscheinlich wird es eher weniger als mehr gewesen sein. Reicht das aus? Sind Sie damit fit? Oder muss der Schwerpunkt Diabetologie im Grundstudium einen anderen Stellenwert bekommen? Und muss der in irgendeiner Form ausgebaut werden? Da hätten wir gerne mal Ihre Auffassung zu. Also ich würde mal sagen, mein Studium ist von denen hier am Podium am längsten her. Und wenn das, was ich da sozusagen erfahren habe über Diabetes, wenn das die Grundlage meines Handelns heute wäre, wäre das für die Patienten katastrophal. Weil da hat sich natürlich auch viel entwickelt in dem, was wir wissen. Deswegen haben wir eigentlich gesagt, klar kann man im Studium noch mal gucken, dass man ein bisschen mehr macht. Auch da, aber das ist eine andere Diskussionsebene, muss man tatsächlich integrativer denken. Da haben wir ein sehr, sehr starkes Schachteldenken von 80 verschiedenen Fachgruppen, wo jede Fachgruppe ihre Spezialität den Studierenden beibringen will, die nachher völlig verwirrt sind und nicht wissen, was sie machen sollen. Entscheidend ist tatsächlich etwas, was wir tun, auch in den Verträgen, die wir mit Kassen machen, leider bis jetzt noch nicht mit den Diabetologen zusammen, dass wir eine kontinuierliche Fortbildung über diese wichtigen Themen, die wir haben, stattfinden lassen und das auch abprüfen. Das heißt, wenn ich nicht also das gilt nicht nur für Hausärzte, sondern auch für andere, im ständigen Prozess bin, mich sozusagen mit den Neuerungen, mit den Entwicklungen zu beschäftigen und hier auch in Qualitätszirkeln, aber auch in anderen Veranstaltungen meine berufliche Qualifikation permanent erneuere und renoviere, dann ist es schlimm. Also da nützen uns auch nicht die 12. Doppelstunde im Studium, wenn ich nach 20 Jahren nicht mehr weiß, als ich da gelernt habe. Ja, danke, Herr Weigelt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben eine erste Runde hier vorne diskutieren können. Jetzt wollen wir die verbleibende Zeit nutzen, auch Ihnen Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen, Dinge zu kommentieren, dies uns nahezubringen, was Ihnen wichtig ist. Wir haben im Raum Mikro stehen. Wir werden versuchen, die Reihenfolge einzuhalten. Mikro stehen, die Sie bitte benutzen, damit wir Sie hören können. Und ich darf als erste Wortmeldung, das ist mir schon im Vorhinein eingetragen worden, insoweit bitte ich um Nachsicht, dass Sie dann erst das zweite Wort haben, einen Vertreter des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung, Herrn Professor De Angelis, bitten, uns einen Kommentar nahezubringen. Bitte sehr, Herr Professor. Ja, besten Dank fürs Wort, besten Dank auch für die Einladung. Ich möchte 2 Aspekte ganz kurz als Kommentar reinbringen, die vielleicht interessant wären. Das eine, hört man mich jetzt? Okay, besten Dank. Ja, 2 Aspekte, die vielleicht interessant sind. Das eine, um aufzugreifen, was Professor Gallwitz oder Kollege Gallwitz vorhin schon benannt hat, da ging es um die Stratifizierung der Personen im Diabetes oder Prädiabetes. Und jetzt fokussiere ich mal auf den Prädiabetes, hier geht es also um Prävention. Und wir haben mittlerweile im,
im Deutschen Zentrum für Diabetesforschung klar zeigen können, dass es natürlich, und das hat begonnen in Tübingen, dass es diese Non-Responder und Responder für Lifestyle-Intervention gibt. Was heißt das? Es gibt Personen, die haben Übergewicht, die haben eventuell einen Prädiabetes, das heißt, sie sind kurz davor, einen Diabetes zu bekommen, wenn man gar nichts tut. Ein Großteil wird bei einem Interventionsprogramm darauf reagieren, man wird sie davon abhalten können, aber ungefähr 25%, und das ist eine sehr hohe Zahl, reagiert nicht auf diese Lifestyle-Intervention. Und die Frage ist natürlich, was macht man mit denen? Und da haben wir jetzt Programme, die fangen jetzt an zu laufen, Studien, wo wir die verschiedenen Subgruppen uns anschauen können. Und wir werden dann mit Vorschlägen kommen in den nächsten Jahren, wenn die Studien durchgeführt worden sind, um zu sagen, aha, so und so müssten diese Prädiabetikerinnen, Prädiabetiker bitte in Interventionsprogramme eingeschaltet werden, damit sie keinen Diabetes bekommen. Problematik, das ist eine Aufgabe auf dieser Seite des Saales ist, wie setze ich so etwas um, Interventionsprogramme, die eventuell auch Medikationen bedeuten, damit Personen nicht in den Diabetes rutschen, wie kriege ich das geregelt, weil im Moment wäre das gar nicht finanzierbar. Hat aber die positive Komponente, wir werden damit angeboten kommen. Der zweite kurze Kommentar ist, und das dürfte einige im Raum auch erstaunen, und es war mehrmals die Frage, beziehungsweise der Kommentar, Frau Konnemann, ich habe mir das hier notiert, Genetik können wir nicht beeinflussen oder doch, genau wie es ausgeht. Und so ist es auch. Die Genetik selbst können wir nicht beeinflussen. Aber wir sehen deutlich aus Experimenten jetzt, dass, und Herr Dr. Nüssen hat das gesagt, das Verantwortung der Eltern, wir sehen deutlich, dass neben dem, das, was in der Schwangerschaft passiert, wir bereits vorher vom Vater als auch von der Mutter Informationen mitbekommen, die nachher, wenn ich auf der DNA verämmt werden, aber an der DNA kleben und auch die Nachkommen dazu schon bringen, zum Beispiel einer Fettleibigkeit oder einer Stoffwechselstörung, später viel leichter auszuprägen. Wenn man sich das durchdenkt, was das bedeutet, das heißt ja, dass die Verantwortung auch in dem Bereich der Aufklärung oder die Verantwortung für die Eltern wesentlich höher ist, als man das vielleicht heute sich überhaupt vorstellt. Denn es wäre schon vor der Gestation, das, wie die Eltern sich verhalten haben, beziehungsweise was sie für Eigenschaften haben, wird sich auch weiter vererben, in gewissen Teilen. Und das könnte eine Erklärung, auch ein Teil der Erklärung für diesen epidemieartigen Anstieg des Diabetes sein. Also ein sehr interessanter Aspekt, der umso wichtiger die ganzen Programme, die hier benannt worden sind, ins Vordergrund oder ins Licht drücken wird. Besten Dank. Danke sehr. Das war der Vertreter des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen und dann Kommentar oder Frage uns nahebringen. Ja. Karin Diekmann von Diekmann Serious. Also erstmal, Frau Konnemann, ich freue mich sehr, dass Sie diesen runden Tisch in der Form so breit aufgestellt hier haben und das Thema so breit beleuchten. Wir haben gesehen, Ernährung ist unheimlich wichtig und wir haben gesehen, wir sollen weniger Fett und weniger Zucker essen, aber auch nicht Füllstoffe. Das heißt, was sollen wir denn essen? Und da hat die DGE ja international evidenzbasierte Leitlinien aufgestellt, wo ganz klar geregelt ist, dass wir ballaststoffreicher uns ernähren sollten. Damit ernähren wir uns automatisch energieärmer. Diese Leitlinien gehen von Werten aus, die seit Jahren international standardisiert und wirklich respektiert werden. Aber was passiert, trotz aller Maßnahmen, die wir im Moment ergriffen haben, und seit Jahren arbeiten Sie zum Beispiel, Frau Dr. Lichtenstein, intensiv daran, diese Leitlinien umzusetzen. Sie werden bei Diabetespatienten heute in der aktuellen Ernährung noch nicht zu 50% erreicht. Das heißt, der präventiv wirksame Anteil an Ballaststoffen in der Ernährung ist halb so hoch, wie er sein sollte, um Diabetes. Und Sie, Frau Konnemann, haben diese erstaunlich hohen Zahlen und Wirksamkeit genannt, zu erreichen. Vollkornprodukte und ballaststoffreiche Produkte sind sehr preiswert. Und sie sind nicht unbedingt in im Moment, sage ich mal. Sie sind nicht Hype. Und ich sehe, und da möchte ich einen Punkt noch anmerken zu diesem Bereich, wenn es eine neue Kennzeichnungsverordnung für Nährwerte gibt, dann müsste gerade aus Diabetikersicht unbedingt der Ballaststoffgehalt auf den Packungen angegeben sein. Weil wenn wir die Ballaststoffe in die Kohlenhydrate packen, die Ballaststoffe senken den Blutzuckeranstieg, Kohlenhydrate können sie sehr schnell steigern. Das heißt, wir brauchen meiner Meinung nach unbedingt auf den Lebensmittelverpackungen die Ballaststoffangabe. Sie sind ein Richtwert und sie sind das einzige Mittel, auch die Vorgaben der DGE
umsetzen zu können. Und der zweite Punkt, der mir gekommen ist bei dieser Diskussion, der Lebensmittelkauf und Lifestyle ist eine 100%, 99%, sagen wir dauerhaft, emotionale Entscheidung. Ganze Information, die ganzes Basiswissen wird nicht funktionieren, wird keine Verhaltensänderung bringen, wenn wir es nicht schaffen, das zu emotionalisieren. Und ich glaube, das geht über Erfolge, über ganz konkrete Erfolge. Die kann man in der Region erzielen, wenn die Beteiligten, so wie Sie heute hier national sitzen, auf regionaler Ebene sich zusammentun und wirklich was bewegen wollen. Eine verbesserte Versorgung der Kinder in den Schulen, wenn wir die Ökotrophologen, die Landwirte, die Landfrauen, die Ernährungsberater zusammenbringen an einem Tisch in der Region und gleichzeitig dann auch die Ärzte, dann kann man das, was vor Ort verbessert wird, da kommt der Arzt, der sagt dem Patienten, deine Werte sind besser, und der Bäcker hat vorher auch über ballaststoffreiche Ernährung gesprochen. Patienten sind Kunden und Kunden sind Patienten. Und wenn wir das vor Ort bündeln, dann können wir, glaube ich, wirklich eine Emotionalität in das Thema bringen, die sehr hilfreich sein kann. Ja, herzlichen Dank, Frau Dickmann. Sie haben Frau Dr. Lichtenstein direkt angesprochen. Sie möchte... Ja, gerne was sagen. Sie haben mich nämlich an einen Punkt erinnert, den ich bei Herrn Mundstadt Ihnen noch schuldig geblieben bin. Es ging nämlich auch um die Frage... Ernährungswissen ist vorhanden, umfangreiches Ernährungswissen ist vorhanden. Wir haben eine hohe Transparenz auch über Verpackungsinformationen. Wenn man Menschen auf der Straße anspricht, die erzählen einem, was sie essen, dass sie, vor allen Dingen, man hat sich eigentlich schon von der Lebensmittelebene verabschiedet, isst nur noch Kohlenhydrate oder Fett. Gleichzeitig sehen wir, dass die Menschen eigentlich den Bezug zu sich selber und auch zu ihrem eigenen Hunger oder Sättigung oder zu ihren eigenen Bedürfnissen emotional, hatten Sie angesprochen, Essen ist ein ganz hoch emotionales Verhalten, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber diese Entscheidungen, die man trifft, sind nicht nur rational. Ich bin auch dankbar, in der Vorrede kam ja auch, wie viel allein die Anzahl, wie viele Entscheidungen wir jeden Tag treffen. 200, das ist so eine Größe, die mir auch geläufig ist, sind 80.000 pro Jahr. Da brauchen wir also wirklich auch ein automatischerweise gesundes Verhalten. Wir haben ein großes Problem, dieses Ernährungswissen, was vorhanden ist, widerspricht sich in vielen Fällen, und der Ballaststoffgehalt war jetzt ein ganz wichtiges Thema hinsichtlich auch der Diabetesvorbeugung. Und wir haben gerade einen großen Trend, der heißt Low Carb. Und Low Carb heißt Kohlenhydrate vermeiden, das ist das Feindbild der Stunde, heißt ballaststoffarm essen, wenn ich es nicht irgendwie durch irgendwelche Superfoods oder Nahrungsergänzungsmittel oder ähnliches ergänze. Das sind Fragestellungen, denen wir uns gegenüberstehen, wenn wir in der Ernährungsberatung oder in der Ernährungstherapie mit Menschen arbeiten, dann haben sie da ganz viel Wissen, was man erstmal sortieren muss. Denn das Wissen alleine reicht sehr häufig nicht. Da muss auch eine Zuordnung stattfinden, was heißt es jetzt für mein eigenes Leben, was ist überhaupt gut für mich. Und deswegen geht es eigentlich schon da los, dass diese Kategorisierung in gesunde und ungesunde Lebensmittel so nicht möglich ist. Ja, danke sehr, meine Damen, meine Herren. Weitere Fragen, weitere Anmerkungen? Jetzt weiß ich nicht, welcher Arm er hier war. Und dann Herr Dr. Garlich. Andreas Morsch von der Technikerkrankenkasse in Hamburg. Herzlichen Dank für die gute Chance, hier über das Thema Prävention und Diabetes zu machen. Es ist erstaunlich, was man machen kann. Und wir haben auch gehört hier von den Wissenschaftlern, dass die Möglichkeiten, gezielt Prävention zu machen, noch gestärkt werden muss und dass sich viel bewegen wird. Deswegen die Anregung an die Politik, auch das zu machen, dass die Ausgleichssysteme in der gesetzlichen Krankenversicherung dem angepasst werden. Die Ausgleichssysteme zwischen den Krankenkassen belohnen im Moment noch Krankheit. Im Risikostrukturausgleich, so heißt das System, wird Krankheit belohnt und nicht die Prävention. Deswegen ist vor 2 Jahren sogar der wissenschaftliche Beirat, der das beurteilt hat, zurückgetreten. Das heißt, um die Anreize in Richtung Prävention in der gesetzlichen Krankenversicherung hinzubekommen, hat der Gesetzgeber einen wichtigen Schritt gemacht mit dem Präventionsgesetz. Jetzt muss er den zweiten Schritt noch machen, nämlich das, was die Wissenschaftler empfohlen haben, nämlich in Ausgleichssystemen auch Prävention zu fördern. Ich glaube, das wäre ein guter Anreiz, denn auch Krankenkassen haben eine betriebswirtschaftliche Logik. Das muss zusammenpassen. Ja, herzlichen Dank für diesen Beitrag.
Wobei ich finde, es ist sehr vermintes Gelände, wenn ich sagen darf. Da können wir noch mal eine eigene Fraktionskongress zu machen, den Morbin RSA neu auszurichten, überhaupt neu zu justieren. Das ist eines der schwierigen Probleme in der Gesundheitspolitik, wenn nicht überhaupt das schwierigste Thema in dem Bereich, sodass wir uns dem natürlich bei Gelegenheit auch stellen werden. Ich hoffe auch mit der Ausrichtung, die Sie formuliert haben, die heute auf diesem Podium sitzen, bei dieser Veranstaltung sind, würden das sicher begrüßen. Jetzt darf ich Ihnen das Wort erteilen. Ja, ich würde gerne noch mal zu dem heißen Thema Zuckerfettsteuer. Wenn Sie vielleicht so nett wären, sich noch mal, auch wenn wir uns kennen, sich kurz vorzustellen, einige kennen Sie vielleicht doch Dietrich noch nicht. Dietrich Garley ist Geschäftsführer der Deutschen Diabetesgesellschaft und Sprecher der Deutschen Allianz nicht übertragbare Krankheiten. Ich würde gerne noch mal zu dem heißen Thema Zuckerfettsteuer etwas sagen. Also ich kann gut nachvollziehen, dass für konservative Politiker das schwierig ist, weil da erstmal die Selbstverantwortung des Einzelnen betont wird, was ja auch völlig richtig ist. Man muss sich nur überlegen, wie souverän ist wirklich der Konsument. Das ist ja eben schon gesagt worden. 170.000 Produkte, unter denen er auswählen kann, davon 3/4 übrigens mit Zucker, was er natürlich nicht so einfach wissen kann, und 200 Entscheidungen am Tag. Also das ist schon schwierig, wenn man dann das Verhältnis zwischen Information, öffentlicher Gesundheitsinformation durch die BZGA zum Beispiel vergleicht mit dem Werbedruck, dann weiß man, dass da ein Verhältnis von 1 zu 100 etwa ist. Also das ist extrem schwierig. Darum zur Zuckerfettsteuer. Die hat ja nicht nur den Sinn, Kaufentscheidungen zu lenken, sondern die hat auch den Sinn, der Lebensmittelindustrie einen Anreiz zu geben, die Rezepturen zu verändern. Das kann sie in vielen Fällen Rezepturen verändern, aber sie tut es natürlich nicht, solange nicht die Spielregeln für alle Wettbewerber gleich sind. Der Einzelne, der das machen würde, würde ja einen Wettbewerbsnachteil eingehen, das kann er nicht machen. Das heißt, viele aufgeklärte Vertreter von Nestle oder Unilever würden sich solche Regeln wünschen, weil dann haben sie keinen Wettbewerbsnachteil, wenn sie bessere Rezepturen auf den Markt bringen. Dann wurde auf dem Podium gesagt, aber die Lenkungswirkung zum Beispiel der Tabaksteuer können wir gar nicht seriös beurteilen. Also die Aussage hat mich sehr gewundert, weil gerade dieser Punkt ist vom Krebsforschungszentrum Heidelberg intensiv untersucht worden und die Lenkungswirkung der Tabaksteuererhöhung ist sehr eindeutig nachgewiesen worden, besonders bei Jugendlichen, die dadurch abgehalten wurden, zur Zigarette zu greifen. Man kann sehr genau sehen, starke Erhöhungen haben gewirkt, schwache Erhöhungen haben nicht gewirkt. Und Sie haben selber erwähnt, Alkopop hat sofort gewirkt. Also, dass man die Lenkungswirkung von Preisen und Steuern nicht nachvollziehen kann, das ist eine ungewöhnliche Aussage und kann hier nicht so stehen bleiben. Es ist eher eine philosophische oder ideologische Frage, ob man das will. Dafür, für die Diskussion habe ich großes Verständnis, aber die Wirkung von Preisen, das ist bei Ökonomen also selbstverständlich. Sie müssen eine gewisse Schmerzgrenze überschreiten. Das ist völlig klar. Und für die Oberschicht ist das keine Lenkungswirkung, aber für die sozial schwachen Schichten, die besonders betroffen sind von den Lebensstilkrankheiten, über die wir hier reden, ist die Lenkungswirkung natürlich da. Da ist es wieder eine Frage sozialer Gerechtigkeit, die man diskutieren muss. Auch das eine legitime Frage natürlich. Danke sehr, Herr Dr. Garlich. Frau Professor Jochimsen möchte hierzu eine Stellungnahme geben. Bitte sehr. Ja, ich fühle mich angesprochen, obwohl ich nicht als konservative Politikerin hier sitze, sondern als Wissenschaftlerin. Der Eingriff in die Konsumentensouveränität kann natürlich diskutiert werden und kann auch durchaus gerechtfertigt sein, wenn ich sage, der Konsument ist nicht in der Lage, souverän zu entscheiden, sei es, weil es so viele Produkte gibt, dass es nicht mehr überblickt werden kann, sei es, weil es Kinder sind, die noch nicht in der Lage sind, rationale Entscheidungen zu treffen. Die erste Frage, die sich dann allerdings stellt, ist, ob die Steuer das richtige Mittel ist zu diesem Eingriff. Da stehen uns ja auch andere Mittel als
also Ihnen als Staat zur Verfügung. Wir haben ja einige diskutiert, Werbeverbot, Information der Bevölkerung. Steuern ist auch dann nur ein Mittel. Selbst wenn ich der Meinung bin, Konsumenten können nicht souverän entscheiden. So, und bevor ich jetzt die Steuer nehme als Eingriffsmöglichkeit in die Konsumentensouveränität, muss ich, selbst wenn ich glaube, dass eingegriffen werden muss, mir überlegen, ob die Steuer die erforderliche Wirkung erzielt. Und wenn wir nochmal zur Alkopop-Steuer kommen, ich kann messen, inwiefern der Konsum von Alkopop-Getränken zurückgegangen ist durch die Einführung der Alkopop-Steuer. Der ist zurückgegangen. Aber das übergeordnete Ziel der Alkopop-Steuer war ja nicht nur, den Alkopop-Konsum zu minimieren oder zu mindern, sondern insgesamt, dass Jugendliche weniger Alkohol trinken. So, und wenn dann zu anderen alkoholischen Getränken sich die Nachfrage ändert, dann habe ich zwar auf den ersten Blick eine Steuerwirkung erzielt, die Alkopop-Konsum ist gesunken, aber mein übergeordnetes Ziel habe ich dann möglicherweise nicht erreicht. Und das Gleiche ist mit der Tabaksteuer. Ich habe eben die Tabaksteuer, wir haben es gerade schon hier auf dem Podium schon diskutiert, ist einhergegangen zeitgleich mit einer Lifestyle-Änderung. Es ist jetzt cool, nicht zu rauchen. Das hat die Vorrednerin schon gesagt. Man muss auch an psychologische Aspekte anknüpfen. Da ist es gelungen. Hier gibt es im Bundestag, ich nehme an, überall Rauchverbot. War vor 10, 15 Jahren nicht so. Es sind ganz viele Maßnahmen, die zu so einem Lifestyle-Feeling-Änderung geführt haben. Zeitgleich mit der Tabaksteuer, da kann man nicht mehr isolieren, was ist genau die Wirkung der Tabaksteuer gewesen. Achso, und einen letzten Punkt, darf ich noch einen letzten Punkt sagen? Ich teile Ihre Einschätzung, was die Besteuerung, wenn wir denn eine Steuer doch einführen, was die Wirkung auf verschiedene Einkommensklassen anbelangt. Das hatte ich vorher in meiner ersten Ausführung nicht gesagt. Wenn wir doch eine Steuer einführen auf Zuck, Fett, Salz, Surrogate, dann belaste ich die unteren Einkommensklassen relativ zu ihrem Einkommen mehr als die oberen. Und ich muss mir dann als Gesetzgeber darüber Gedanken machen, inwiefern ich dafür sorge, dass das gesunde Maß an Zucker, Salz und Fett, was noch konsumiert werden soll, trotz der Preiserhöhung dann noch konsumiert wird, und zwar von den ganz unteren Einkommensschichten. Und ich kann, letzter Satz, das noch zuspitzen, wenn ich das konsequent zu Ende denke und diese regressive Wirkung dieser Zuckerfett-Salzsteuer aus Fairnessgründen dann wieder aufheben will, um diesen gesunden Anteil noch finanzierbar zu machen für die ärmsten Bevölkerungsschichten, muss ich alle Transferleistungen anpassen. ALG II, BAföG, Grundsicherung im Alter. Es ist so ähnlich, als wenn ich die Stromsteuer erhöhe. Ja, herzlichen Dank, Frau Professor Jochimsen. Da hinten hat sich jemand, wenn auch weit zurückgezogen, er war jetzt etwas näher. Ich könnte auch gerne ein bisschen näher kommen, aber bleib jetzt mal hier. Ich denke, das wird funktionieren. Professor Sabel, Universität Magdeburg. Meine Arbeitsrichtungen sind Psychologie und Gehirnforschung. Und ich stelle fest, dass wir ganz viel über Psychologie sprechen, nämlich Verhaltensänderungen herbeiführen. Und jetzt fällt natürlich erstmal die Frage auf, was kontrolliert dann die Psychologie? Und dann denken wir daran, dass es ja eigentlich das Gehirn ist. Das heißt, das Gehirn trifft Entscheidungen. Das Gehirn verarbeitet Emotionen. Und die Frage ist im Kontext der Nahrungsregulation, insbesondere des Konsums von Zucker und Kohlenhydraten, stellt sich die Frage, welche Bereiche im Gehirn werden denn durch den Kohlenhydratkonsum überhaupt angeregt? Und da hat die Hirnforschung was ganz Interessantes rausgefunden, dass wenn man nämlich nachschaut, in welchen Teilen des Gehirnes bestimmte Transmitter freigesetzt werden, und das dann vergleicht mit anderen Substanzen, die man auch so zu sich nehmen könnte, wie zum Beispiel Kokain oder auch das Erleben von Belohnung, dann kann man feststellen, dass diese Transmitter, die während oder durch den Konsum und die Aufnahme von Zucker im Gehirn freigesetzt werden, sehr ähnlich und zum Teil identisch mit den Transmittern sind, die durch bekannte Suchtstoffe auch freigesetzt werden und die übrigens auch bei Belohnung von besonderer Bedeutung sind, also unser Empfinden, dass etwas einen belohnenden emotionalen Effekt auf uns ausübt. Jetzt können wir darüber diskutieren,
wo liegt denn jetzt die Freiheit des menschlichen Willens, wenn es um so Basismechanismen geht wie Belohnungen, über die wir uns ja manchmal gar nicht bewusst im Klaren sind, sondern die sehr unbewusst und auch langfristig auf uns wirken und die definitiv auch Kaufentscheidungen und Konsumentscheidungen treffen. Und deswegen mein Plädoyer, wenn wir Beispiele suchen, wie können wir denn Verhalten regulieren, dann würde ich dafür plädieren, dass wir uns daran erinnern, wie wir auch das mit dem Tabakkonsum in den Griff bekommen haben, nämlich eine allumfassende Kampagne, auch mit Lifestyle, Image und entsprechenden Maßnahmen und nicht nur der Steuer, aber alles als Paket. Herzlichen Dank. Dazu fühlen sich sowohl Professor Hauner als auch Professor Danner motiviert. Und Herr Professor Hauner, ich darf Sie zuerst bitten, zu uns zu sprechen. Ja, vielen Dank. Sie sprechen natürlich einen ganz wichtigen Punkt an, den die Forschung ja seit Jahren bearbeitet, ohne das wirklich zu durchschauen. Es gibt ein sogenanntes hedonisches System in unserem Gehirn, was sozusagen außerhalb der kognitiven Kontrolle dann sofort anspricht bei bestimmten Speisen, auch bei vielen anderen Reizen. Sie haben Suchtmittel genannt. Die große Frage ist jetzt, inwieweit auch Lebensmittel hier über dieses hedonische System wirken. Sie tun das wohl zum Teil auch, aber sicher nicht in diesem Maße wie vielleicht Heroin. Zurzeit gibt es eine große Diskussion zum Thema Zucker. Kann Zucker auch diese hedonischen Systeme sozusagen ansprechen? Sind wir zuckerabhängig? Da ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig, aber die Mehrzahl tendiert doch dazu zu sagen, das ist nicht der Fall. Das kann man vielleicht bei Mäusen, bei Ratten noch zeigen. Bei Menschen ist das nicht so. Der Mensch braucht Zucker nicht wirklich und es entsteht keine Abhängigkeit. Also es gäbe hier schon natürlich die Möglichkeit, dann über andere Mechanismen den Zuckerkonsum zum Beispiel zu beeinflussen. Aber richtig ist, wir reagieren nicht nur nach Steuern, nach Preisen und so weiter. Das Thema Essen ist extrem überlebenswichtig gewesen, immer in der Menschheit, hat einen ganz hohen Stellenwert. Alle biologischen Systeme des Menschen sind darauf ausgerichtet, was Essbares zu finden und wenn es da ist, dann sofort zuzugreifen. Und das ist natürlich jetzt heute das Dilemma. Wir leben nicht mehr im Mangel, wie die meiste Zeit der Menschheit, erst seit 50 Jahren haben wir diesen Überfluss und da ist sozusagen das menschliche Gehirn noch ziemlich wehrlos und wir können damit nur dann umgehen, wenn wir die Umwelt verändern und sozusagen die Reize herabsetzen oder wenn wir wirklich in der Lage sind, eine gute kognitive, bewusste Kontrolle auszuüben, was aber sehr, sehr schwer ist und wo natürlich dann alles zusammenpassen muss, sowohl die Umwelt wie auch die Erziehung, Vorbildfunktion und so weiter. Sicherlich eine riesige Herausforderung. Ja, danke, Herr Professor Hauner, Herr Professor Danne. Und dann wollte Herr Minhoff uns auch noch. Mir schwirrt jetzt so ein bisschen der Kopf und ich habe so ein bisschen Angst, dass wir auch sehr ins kleine Detail gehen. Mir wäre nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir durchaus was tun können und dass es viele Sachen gibt, die wir tun können. Und dass es darauf ankommt, bei einer nationalen Diabetesstrategie eben gerade diese Eigeninteressen, die ja auch manchmal hier immer wieder durchscheinen, zu bündeln. Und gerade dafür brauchen wir eine solche Strategie. Und die Aufgabe der Politik ist ja nicht jetzt, der Schiedsrichter zu spielen zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen, sondern die Aufgabe der Politik ist, unser Geld möglichst gut zu verteilen und gerade diese Eigeninteressen einigermaßen zu binden. Das schafft eine solche nationale Diabetesstrategie, insbesondere dann, wenn sie ausgerichtet ist, dass sie nachguckt, wie effektiv sind denn verschiedene Maßnahmen. Und ich war ja ein großer Anhänger des nationalen Diabetesplans, also eines Plans für ganz Deutschland, bis dann die Politik gesagt hat, ist nicht umsetzbar. Nach dem Krebsplan sind wir alle völlig erschlagen. Macht lieber eine Strategie, das ist in der Realpolitik im Moment leichter umzusetzen, dass also die Bundesländer das umsetzen müssen. Und vielleicht ist das was Schlaues, dass wir eben genau dadurch, dass wir eine Strategie machen, in verschiedenen Bundesländern verschiedene Maßnahmen ergreifen, aber zentral genau gucken, wie effektiv sind denn diese Maßnahmen, dass wir verschiedene Sachen ausprobieren können. Und insofern die deutsche Strategie sich am Ende viel besser erweisen könnte als die vielen nationalen Diabetespläne, die es überall auf der Welt in schönem Papier gibt, die aber in der Regel eben nicht evaluiert werden. Also nochmal mein Appell, zerredet das ganze Thema nicht. Es gibt eine ganze Menge, was wir letztendlich tun können und es ist die politische Aufgabe, die Vorgabe zu machen, dass tatsächlich die Eigeninteressen gebunden werden und wir gemeinsam diesen Europameistertitel, den uns die Internationale Diabetesföderation gibt im Diabetes, ja, und auch in der Weltrangliste sind wir unter den ersten 10, da wollen wir weg, ja, und das können wir auch schaffen. Danke, Professor Danner. Herr Minhoff.
Ja, es hat sich fast schon erledigt, weil das war mir auch wichtig, dieser Appell, dass wir jetzt nicht nur noch auf der Metaebene diskutieren. Aber vielleicht kann ich auch einen Appell an die Verantwortung derjenigen richten, die Kritik üben und vielleicht auch ein bisschen bedenken, was sie an Kritik und an Ängsten auslösen, wenn sie beispielsweise Zucker und Heroin in einem Atemzug nennen. Vielleicht denken sie noch mal drüber nach, ob es wirklich das ist, was Sie den Menschen sagen wollen. Danke sehr. Bitte sehr. Mein Name ist Antje Weichert. Ich bin niedergelassene Diabetologin aus Sachsen-Anhalt, im Berufsverband der niedergelassenen Diabetologen im Vorstand tätig. Ich komme aus dem Land mit der höchsten Adipositas-Prävalenz in ganz Deutschland. Ich komme aus dem Land mit der über 10% Diabetes-Prävalenz. Und ich stelle mir jetzt hier ganz besorgt die Frage, wenn wir einen nationalen Präventionsplan für unser Bundesland machen wollen, sollen, nationale Diabetes-Strategie, Präventionsstrategie, wie soll denn diese aussehen, wenn nicht aus einer Mischung von Maßnahmen, die auch für bildungsferne Schichten es klar machen, welches Nahrungsmittel ist energiedicht, welches Nahrungsmittel ist nicht so energiedicht, wo sind die schnell resorbierbaren Kohlenhydrate, die schnellen Zucker drin und wo nicht. Das heißt, das muss auch für Kinder, das muss auch für bildungsferne Schichten erkennbar sein, ob man das jetzt mit einer Steuer oder mit einem Ampelsystem, aber irgendwie muss es für den Verbraucher einfach erkennbar sein. Und wie wir hier alle sitzen, wie wir Akademiker sind, die Vorgaben, die die Ernährungsgesellschaften machen, im praktischen, im täglichen Einkauf umzusetzen, halte ich für unendlich schwierig für Menschen umzusetzen, und wir müssen den Menschen helfen. Wir müssen mit einer Verhältnisprävention helfen, dass wir ihnen einfache, klare Signale geben, wie sie sich gesund ernähren, wie sie Prävention betreiben können. Natürlich alle anderen Maßnahmen dazu auch. Und eins muss ich sagen, in Deutschland, wenn Sie das Argument mit der Armut oder mit den armen Schichten bringen, nirgendwo in der Welt sind Nahrungsmittel so billig wie hier in Deutschland. Also das Argument lasse ich nicht gelten. Bitte Ihre Meinung dazu. Danke sehr. Das ist das Thema von Frau Dr. Lichtenstein, die da direkt was zu sagen möchte. Herr Minow möchte danach auch nochmal. Ladies first, wenn Sie gestatten. Dann lassen Sie Herrn Minow vor, dann finden Sie den Faden wieder. Ich will nur auch wieder zu einem dieser Ernährungsmythen, die hier auch eine Rolle spielen bei der Diskussion hier, auch nochmal deutlich machen. Das ist falsch. In Deutschland sind die Lebensmittel nicht günstiger als im Vergleich. Sie haben in Deutschland eine andere Kaufkraft, das ist das Erste. Und es bezieht sich hier auf den Anteil dessen, was ich an Kaufkraft zur Verfügung habe. Wenn Sie einen Vergleich machen zu Frankreich, zu anderen vergleichbaren Ländern, sind die Lebensmittel in Deutschland nicht günstiger. Ist nicht so. Ist einfach falsch, die Aussage. Das können wir jetzt nicht ausdiskutieren, vielleicht kann uns... da kaufe ich jetzt nicht ganz so oft ein. Informationen liefern, bitte sehr. Ich wollte noch mal an den Punkt, Sie hatten ja erwähnt, dass die Information fehlt, wie viel Fett oder Zucker enthalten ist in den Produkten, Produktinformationen. Das ist schwierig zu finden, das ist in der Tat was. Wir haben eine große Befragung auch durchgeführt unter unseren Mitgliedern, Ernährungsberaterinnen, Ernährungstherapeutinnen, die das wiedergespiegelt haben, wie verwirrt doch unter Umständen die Kunden sind im Geschäft, die Verbraucher, die diese Informationen dann auch richtig zuzuordnen. Aber es geht doch letzten Endes nicht nur um die reine Information, sondern auch damit umzugehen. Das heißt, die Produkte rauszusuchen, die für mich jetzt richtig sind. Und das ist nicht so ganz einfach, und das ist vor allem dann nicht einfach, wenn man im Restaurant unterwegs ist oder wenn man im Urlaub ist. Es geht ja deutlich weiter als diese Produktebene, mit Ernährung umzugehen oder eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist etwas, wo es eine qualifizierte Ernährungsinformation auch braucht, und da haben wir eben auch ein großes Problem, dass es so viele gegenläufige Informationen gibt, die auch eben sich nicht alle, wie es denn eigentlich sein sollte, an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren, sondern eben auch ganz, ganz viele andere Konzepte. Und durch diesen Dschungel noch durchzufinden, das ist sehr schwierig und braucht dann unter Umständen eben auch den Zugang zu einer qualifizierten Beratung, allein
schon im Präventiven, nicht nur in der Therapie. Und auch da sehen wir eben auch noch viele Möglichkeiten, die wir jetzt im neuen Präventionsgesetz dann fördern können. Herzlichen Dank. Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wir haben den Zeitrahmen auch deutlich ausgeschöpft, wir sind ja auch haben etwas später begonnen. Von daher darf ich jetzt die Diskussion hier beenden und mich herzlich bedanken bei meinen Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten für die lebhafte und angeregte Diskussion, bei Ihnen, dass Sie sich entsprechend eingebracht haben. Ich freue mich sehr, dass wir diesem Thema so einen Stellenwert beimessen konnten und darf jetzt unsere stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Frau Gitta Konnemann, nochmals bitten, uns einige abschließende Worte an uns zu richten. Gitta, ja, lieber Kollege Dietrich Mohnstadt, zunächst einmal einen ganz herzlichen Dank an dich persönlich. Das darf ich auch übermitteln im Namen von Herrn Minister Schmidt und Herrn Minister Gröhe. Sie waren da, Sie mussten gehen, aber seien Sie versichert, das ist auch schon bei anderen Gesprächen das Ergebnis gewesen, dass Sie hier exzellent auch vertreten sind, informiert werden über das, was wir sprechen und dem auch entsprechend nachgegangen wird. Das Dietrich Mohnstadt hat die Initiative für diesen Kongress gegeben, denn er ist ein Berichterstatter, der nicht nur Bericht erstattet, der sich nicht nur dem Thema widmet, sondern der antreiben will, der etwas auf den Weg bringen will. Und vor diesem Hintergrund einen ganz großen Applaus auch an Dietrich Mohnstadt. Was ist nun das Ergebnis? Ich bleibe bei dem Satz, Diabetes geht uns alle an. Dafür haben wir viele Zahlen gehört, auch die Tatsache, dass die Tendenz steigend ist. Die Diskussion hat aber auch deutlich gemacht, es ist zwar ein Thema, aber wir haben viele Fragen und am Ende haben wir auch viele Antworten und zwar manchmal zur selben Frage vollkommen diametral. Auch das ist deutlich geworden. Dann habe ich versucht, mir zu überlegen, was ist der Konsens des heutigen Abends? Also, konsentiert worden ist durch unter anderem Herrn Dr. Gallwitz, es ist viel schon auf den Weg gebracht worden. Es ist viel über das Präventionsgesetz geredet worden, die Prävention ist gestärkt worden, aber die Forschung ist auch ausgebaut worden. Wir sind schon ein Stück weiter in Deutschland gekommen. Und wir hatten ja gerade auch noch den Beitrag, der noch einmal darauf hingewiesen hat, wie ausjustiert und differenziert diese Forschung heute inzwischen erfolgt und an welchen gegebenenfalls Faktoren wir ansetzen können. Sie hatten auch das Thema der Genetik etc. entsprechend angesprochen. Da ist also noch Luft drin und deswegen ist es gut, dass ich für heute diese Frage dahingehend beantworten kann, da soll mehr passieren, denn für Forschung wird noch mehr an Geld eingestellt, übrigens nicht nur im Forschungshaushalt des BMG, sondern auch übrigens im Forschungshaushalt des BMBF und des BMEL, weil es tatsächlich querschnittsübergreifend ist. Der zweite Konsens, alle waren sich einig, Prävention ist besser statt Reaktion. Auch da ziehen wir an einem Strang und ist deutlich geworden, es gibt an dieser Stelle kein zu spät, aber insbesondere kein zu früh. Das heißt, wir müssen sehr frühzeitig ansetzen, bereits im Mutterbauch, bei der schwangeren Beratung, auch gerade in den ersten Lebensjahren ein außerordentlich herausforderndes Thema. Es gab dann einen Konsens, der dahingehend zu sagen, wir brauchen einen sektorenübergreifenden, auch querschnittsübergreifenden Ansatz. Wir müssen uns an dieser Stelle besser vernetzen. Da sind die Strukturen, Herr Weigelt hat es schon angesprochen, zum Teil so gelegt, dass im Gesundheitswesen das per se nicht möglich ist. In anderen Bereichen ist das übrigens auch so, aber dann muss man eben diesen Rahmen sprengen und Beweis dafür ist übrigens diese Veranstaltung, die ja zeigt, wir arbeiten schon auch in unterschiedlichen Ressorts fachübergreifend zusammen. Und dann gab es viele Hinweise. Ich glaube, man kann konsentieren,
Wir wollen eine nationale Diabetesstrategie. Herr Dr. Danner hatte darauf hingewiesen und Sie hatten gesagt, Mensch, machen Sie doch noch mal das Sternchen aus dem Koalitionsvertrag. Ich darf Ihnen an dieser Stelle verraten, an uns soll das nicht scheitern, lieber Dietrich. Wir haben einen entsprechenden Antrag eingebracht, leider nicht im Gesundheitsausschuss, sondern unserem Koalitionspartner vorgelegt, mit genau eben diesem Ziel, weil wir glauben, wir brauchen diese nationale Diabetesstrategie, nicht den Plan, sondern die Strategie. Vielleicht reden Sie mal mit unserem Koalitionspartner, der aus welchen Gründen auch immer bislang an dieser Stelle seine Zustimmung nicht geben will. Vielleicht haken Sie mal nach, an welchen Gründen das liegen könnte. Es gibt dann viele Instrumente, da waren in der Sache eine Einigkeit, dass gesagt wurde, wir müssen an der Ernährungskompetenz arbeiten und zwar ganz stark. Das fängt bei den Eltern an. Wir dürfen die Familie nicht aus dem Auge lassen. Das geht die Schule an. Wir brauchen ein Schulfach Ernährungsbildung. Wir brauchen mehr Sport, ohne Frage, eine Stunde am Tag. Sie hatten es gesagt. Wir brauchen Standards für das Essen. Wir brauchen eine bessere Kennzeichnung. Das Thema Ballaststoffe ist von Frau Diekmann entsprechend angesprochen worden. Da waren eine Menge an Stichworten. Es ist immer nur die Frage, statte ich diese Stichworte weich oder hart aus? Denn das war die Unterscheidung, die auch der Kollege Nüßlein angesprochen hatte. Und ich möchte das an zwei Beispielen deutlich machen. Wir wünschen uns alle einfache Instrumente. Sie hatten das Thema Lebensmittelampel angesprochen. Und deshalb ist es sicherlich gut, sich anzuschauen, wo wird dieses Instrument bereits gelebt und zwar mit welchem Erfolg. Denn am Ende geht es nicht um Gefühle, sondern es geht um valide, belastbare Ergebnisse, auf denen wir agieren können müssen. Und bei der Ampel ist es so, diese wird in Großbritannien gelebt, Sie wissen es. Und ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, dass es inzwischen seitens der EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien wegen genau dieser Ampel gibt, weil man sagt, es ist Binnenmarktverzerren, sondern die EU hat festgestellt, es gibt missverständliche Signale. Und ich habe mit Kollegen in England gesprochen, weil wir uns tatsächlich versuchen zu informieren. Und diese Kollegen sagen uns, bei uns gab es genau die falsche Steuerungswirkung. Denn diejenigen, die wir erreichen wollen, und die haben Sie zu Recht angesprochen, nämlich diejenigen mit gegebenenfalls eher einem niedrigen Bildungsstand, die eben nicht jeden Aufkleber genau lesen, was drin ist, diejenigen verstehen heute das Rot in der Ampel nicht als Stopp, bitte isst das nicht, sondern als lecker. Und dann ist die Frage, wie reagiert Politik, dass ich der Ampel nach solchen Hinweisen eher kritisch gegenüberstehe, brauche ich, glaube ich, an dieser Stelle nicht zu sagen. Aber die Frage ist, wie kann man Information erleichtern in einem Informationsdschungel und Dickicht? Das ist wiederum absolut zutreffend, der Hinweis, wo wir auch ringen, wie können wir zum Beispiel eine Nährwertkennzeichnung so machen, dass sie auch gelesen wird und zwar verständlich. Was natürlich schwierig ist, wenn noch nicht mal die Leute auf 100 Gramm etwas runterrechnen können und wir dann überlegen müssen, müssen wir am Dreisatz anfangen. Dann das Thema Lenkungssteuern oder eben Verbote. Dass wir die Verbote sehr schnell zur Seite gelegt haben, ist, glaube ich, gut, denn Verbote haben in der Vergangenheit gezeigt, dass auch sie immer die gegenteilige Wirkung haben. Man versucht immer das zu haben, was verboten ist. Aber die Lenkungssteuer, auch da eine große Vielfalt hier auf dem Podium. Da gab es eben diejenigen, die sagen, die muss unbedingt her. Das einzige Instrument oder jedenfalls ein wichtiges. Und dann gab es diejenigen, die sagen, sorry, bei den Steuern ist es so. Und zwar nicht, lieber Dr. Garlich, nur bei konservativen Politikern, sondern durchaus hier auch bei zwei Wissenschaftlerinnen, die sagen, erstens, sie haben ein Problem, es gibt kein Lebensmittel, das per se gut oder schlecht ist. Am Ende macht es die Dosis. Ein Stückchen Schokolade ist nicht schlecht, zwei Tafeln sind es sehr wohl. Und im Übrigen ist die Frage, welche Ergebnisse sind wirklich durchschlagend? Und wir haben die Hinweise gehabt, zum Beispiel in Dänemark. Dänemark hat eine Abgabe auf Softdrinks erhoben. Sie kennen das Beispiel.
und hat das dann im Januar 2014 wieder aufgehoben, um den illegalen Handel und Grenzhandel einzuschränken. Interessant, dann müssten wir am Ende über Verbote oder entsprechende Steuern in Europa oder auf der Welt entsprechend auch sprechen, um eine Steuerungswirkung dort zu erzielen. Auch eine Fettsteuer wurde wieder einkassiert, weil Frau Dr. Jochimsen hatte darauf hingewiesen, die Erhebung außerordentlich schwierig gewesen ist. Großbritannien hat jetzt erklärt, auf ein solches Instrument übrigens verzichten zu wollen, auch aus diesen entsprechenden Erwägungen. Ich will jetzt gar nicht das sagen, das eine oder das andere, aber Sie sehen, dass es für Politik manchmal durchaus eine Herausforderung ist, bei einem Podium, auf dem 6 unterschiedliche Personen vertreten sind, die jeweils für sich 6 große Einrichtungen auch vertreten und jeweils 6 Personen agieren mit großem Sachverstand auf ihren Gebieten und die in Teilen zu vollkommen unterschiedlichen Meinungen kommen, es manchmal schwer ist, als Politik da auch der Schlichter oder der Schiedsrichter zu sein und dann zu sagen, das ist genau der Weg. Deswegen haben wir das Gespräch mit Ihnen gesucht, weil am Ende natürlich dieses Gespräch für uns außerordentlich wertvoll und hilfreich war. Wir wollten eines, wir wollten ein Signal setzen, nämlich wir sehen die Bedeutung dieser Volkskrankheit, wir sehen die wachsende Bedeutung für die Betroffenen und die Gesellschaft und wir wollen uns dort in die Pflicht nehmen lassen. Das soll auch ein Signal dieser Veranstaltung sein. Das Zweite ist, wir suchen nach Lösungen. Wir ringen auch manchmal nach Lösungen. Und wir haben die Erfahrung gemacht in unserer Fraktion, und deswegen bin ich froh, in dieser Fraktion zu sein, dass wir nicht übereinander sprechen, sondern miteinander sprechen. Dazu sollte der heutige Abend dienen. Ich bin Ihnen sehr dankbar und sage das auch im Namen meines Kollegen Dr. Georg Nüßlein, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Sie haben uns damit sehr geholfen und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Vielen Dank.